Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück bei Herrn Knussmann zu Hause. Nee, das haben wir nicht noch schon mal gemacht. Hier, das denkt ihr jetzt nur. Das ist ein Déjà-vu, was ihr da habt. Nee. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich leg auch mal für 5 Ja, das. Hi, Kajo, vielen Dank. Ich hab gerade. Ach Mensch, jetzt muss ich das ja doch erzählen. Ihr seid echt Pflaumen, ey. Ich hab vorhin davon erzählt, dass also wir haben jetzt gerade, falls ihr das irgendwie in 2 Jahren guckt, morgen ist Release der PlayStation 5. Und ich habe mir eine vorbestellt in Voraussicht, dass ich sie eh nicht bezahlen kann, so bei Amazon, ne, einfach so kostenlos, kannst ja mal reservieren und wenn nicht, dann halt nicht. So. Natürlich konnte ich die jetzt nicht, also ich konnte die bezahlen, aber das Geld wird natürlich an anderer Stelle gebraucht. So, sei es drum. Und deswegen habe ich die an meinen Bruder weitergegeben. Der kommt die morgen abholen. Also die ist noch nicht da, die kommt morgen und der kommt die wahrscheinlich morgen abholen. Und dann habe ich gesagt, dass das halt so ein bisschen morgen heartbreaking wird. Und jetzt hauen die hier alle Donations raus, weil ich mir ja doch eine PlayStation kaufen soll. Ich habe zwar schon gesagt, lass es sein. Weil die sind wahrscheinlich eh überall ausverkauft. Das bringt uns jetzt selbst, wenn ihr das voll kriegt, brauchen wir nicht. Alles gut. Wie gesagt, PlayStation, gib it auch noch in mindestens einer Woche bis 3-4 Jahren. Gib it das auch noch. Deswegen. Ist sehr süß von euch, aber ihr seid wirklich cute, Mann. Ja, wir haben heute Mittwoch. Ich war gestern nicht da. Gestern war tatsächlich das Probetraining von dem Rennevent. Ja, ich bringe euch nochmal auf den neuesten Stand. Da bin ich ja leider ausgefallen. Das haben wir aber ja schon mal mitgemacht. Rennevent ist am Samstag, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Aber, die Mädels waren dann ohne mich da. Ne? Hier, die Kate und die Lilly waren ohne mich da. Ich weiß nicht, ob der Jens und der Juri auch mit waren. Ich hoffe nicht, weil dann haben wir nämlich gar nichts eingenommen. Aber gut, heute kickt wieder Alltag rein, würde ich sagen. Ich habe vorhin schon ein bisschen darüber geredet, so vom Start des VODs. Ja, Knussmann aktuell, so für mich mein Gefühl, ich habe immer noch sehr viel Spaß, muss ich sagen, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ihr so ein bisschen die Lust verliert, weil nicht viel passiert, ne? Nicht mal viel gesprächsmäßig viel. Muss man ja schon sagen, dass die letzten Folge so eine leichte Flaute war, aber ich hoffe, das wird sich bessern. Ich weiß ja auf jeden Fall, dass es sich bessern wird, aber wann das startet, kann ich euch noch nicht sagen, weil ich das selber nicht weiß. Ich weiß nur, dass es passieren wird. Was passieren wird, darf ich euch noch nicht sagen. Aber ist egal. Ist auch egal. Alter, Junge. Ihr seid doch echt knallhart, ey. Knallhart. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich weiß nicht, was ich da jetzt so sagen soll, ehrlich gesagt. Schlagen. PlayStation incoming. Junge, sagen wir mal so, das ist ein unfassbar vorzügliches Placement, was wir hier gerade machen. Das Wort PlayStation kommt gefühlt jetzt hier alle 2 Minuten irgendwie ins Spiel. Aber auch Hauptmann hier so vielen Dank und Schokohase viel wieder. Okay, ich versuche mir jetzt mal aufs Spiel zu konzentrieren. Wie gesagt, denkt einfach dran, was ich gesagt habe. Selbst wenn wir das schaffen, wo soll ich die PlayStation hernehmen? Wo soll ich die Konsole herkriegen? Ich kann jetzt auch nicht irgendwie bei Amazon anrufen, so, ich habe jetzt das Geld. Könntest du mir noch eine schicken? Wie Ausverkauf? Nee, also die im Stream, die haben mir extra Geld dafür gegeben. Das kann ja wohl nicht angehen, sowas hier. Unverschämtheit aber. Ich weiß auch nicht. Na gut. Warum senden die keine Info ab? Ganz ehrlich, mit den Placements hab ich es einfach selber verkackt. Ich habe einfach nicht angefragt. Und als ich angefragt habe, war es schon zu spät. Ich meine, eigene Dummheit, ne? Was soll man machen? Aber ich brauche die jetzt auch nicht unbedingt. Wie gesagt, ich brauche die nicht. Man braucht die einfach nicht. Noch nicht. Oh, müssen wir rein? Hallo. Ja. Da werden wir mal Schnee. Ja, weiß ich Bescheid. Gut, danke sehr. Bis dann. Ciao.
Okay. Okay. Na gut. So, was haben wir? Einnahmen, die 08. Ah, das ist auch wieder der. Okay, 08 ist da. Sie hat Geld bei der Blume abgehoben, ja. Das sind halt die Ökos, ne? Was soll man machen? Hallöchen, Kate. Hallo, Dirk. So. Dann wollen wir mal schauen, was der Tag so bringt. Auch. Achso, ja. Ich war da auch gewesen. So. Ah, okay. Fährst du auch, oder was? Ah, okay. Und wie ist die Arbeit beim ACLS? Ja, da muss jeder irgendwann mal hin mit seiner Karre, ne? Bestellung 08 ist bezahlt. Wunderbar. Muss auch mal was trinken. Also. Zack. Na, ist fit? Ja. Bist du heute mit Kontaktlinsen oder was ist los? Ja, heute Kontaktlinsen, weil ich, die Lilly und ich stehen nur bis 20 Uhr im Plan und weil wir später Jetski fahren gehen und da brauche ich meine Brille nicht. Oh, Jetski. Ja, nicht schlecht. Ja, wenn du alles sehen kannst, nee, das ist auch schön. Wie war es gestern? Das Renntraining war frustrierend für uns. Ach du Scheiße, warum das denn? Aber der Juri hat uns sehr, sehr gute Tipps mit auf den Weg gegeben. Also seid ihr nicht klargekommen mit dem Wagen oder wie? Also nicht wirklich nicht klargekommen, aber wir sind es halt nicht gewohnt. Ihnen auch, danke. Ja. Und die Lilly war so furchtbar frustriert. Ach Gottes Willen. Ja, aber das ist, also merkt euch einfach Generalprobe. Übrigens, jetzt kommt gerne zu uns, ne? Hallöchen. Generalprobe läuft immer scheiße. Und die muss auch immer scheiße laufen, ne? Ja, das wie im Theater, ich weiß. Genau, ja, ne? Also. Muss nicht immer sein, ne? Ich hatte auch schon gute Generalproben. Ja, jetzt ich versuche gerade ein bisschen Mut zu machen. Lief gestern nicht so gut mit dem Rennen, ne? Aber wie gesagt, macht euch da keinen Stress. Wenn ihr Letzte werdet, werdet ihr Letzte. Ist doch scheißegal. Geht ja auch um Spaß, um die Werbung und um das Event als solches, ne? Der Juri hat sich richtig engagiert. Der kam noch vorbei, ist mit uns mitgefahren. Ach, schön. Ist auch mal selber gefahren. Dann hat er uns Fahrtipps gegeben und zwar richtig gute, wie ich fand. Ja, der hat das ja schon am eigenen Leib erfahren, ne? Und dann, weil ich so unsicher war, wir waren noch eine Stunde im Kartell danach. Yeah. Es war aber nichts los und er meinte, ja komm, wir fahren mal ein bisschen auf einem Parkplatz. Und dann bin ich mit seinem Foto gefahren, mit seinem Auto und ja, das Auto hat es nur knapp überlebt. Oh nee, oder? Oh ja. Gottes Willen, oh je. Yeah. Aber er hat gesagt, es wäre okay und ich habe ihm gesagt, er soll mir die Rechnung dann geben vom ACLS und dann... Ja, vielleicht sollen wir dem Danny jetzt nochmal einen Fuffi zustecken, dass er euch vielleicht nochmal ein bisschen Probe fahren lässt. Ich glaube nicht, dass er das macht. Also ich habe gestern schon versucht zu betteln und ja. Ja gut, ist ja gleich ist fair für alle, ne? Oh, warte, eine Kunde kurz Lusttropfen hier. Hallöchen! Mhm. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen! So, ich nehme an, es geht ums Bier, richtig? Richtig, ja, sie hatten mich ja auch oft genug versucht. Ja, da tut mir leid. Aber also wir sind jetzt da. Wenn sie liefern wollen heute, dann kommen sie einfach vorbei, ne? Gut, wunderbar. Wir bekommen jetzt gleich selber eine Lieferung, aber danach würde ich mich sofort auf den Weg machen. Spitze mir. Dann rufen sie einfach kurz vorher an, dann weiß ich Bescheid, ne? Wunderbar, das mache ich. Dann bis danke, dann. Tschüss, geh's. Tschüss. So. Ja. Also, wie gesagt, macht euch da keinen Stress. Versucht euch nur nicht zu verletzen, ne? Also, wenn ihr da heile rauskommt, dann reicht das reicht mir schon. Und dann, wenn euch das gar nicht zutraut, dann könnt ihr ja immer noch den Juri und den Jens fragen oder so. Aber ich hätte euch jetzt als erste Wahl schon gesehen, ey. Was? Okay. Oh, nee, ich war also, das Ding nicht. Wir sind das einzige Frauenteam. Also das ist schon irgendwie cool. Ja, aber die Lilly war schon hart frustriert. Also nicht so dolle wie, also ich nicht so doll wie sie. Ja.
Weil, ich meine, wir fahren halt mit und wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Ja. Wir müssen ja, gut, ja nicht aufs Siegertreppchen unbedingt. Ist wahr. Aber ich meine, andersrum gesehen kann ich die Liga schon verstehen, wenn ihr ein einziges Frauenteam seid. Da wollt ihr natürlich auch den anderen da zeigen. Nee, das ist natürlich ein bisschen was unter Beweis stellen. Also stimmt, wir sind da beide ähnlich ehrgeizig irgendwie. Und ja, und dann haben wir noch so ein Pseudo-Beef mit dem John Santana gehabt. Ein Pseudo-Beef? Was meinst du denn damit? Ja, der ist gefahren, der hat ja auch ein Team. Ja. Und die fahren Gott sei Dank nicht bei uns in der Gruppe. Und der klebte in den ersten Trainingsrunden bei uns immer am Arsch. Und da war ich so genervt davon, dass ich ihn die ganze Zeit nur abgedrängt habe. Ich habe den nicht vorbeigelassen. Und ja. dann haben wir Fahrerwechsel gemacht, dann ist Lilly gefahren. Und dann haben wir zwischendurch einen Unfall gebaut und aber ACLS war ja da und das FD war ja auch da. Also genau. es konnte uns ja nichts passieren. Und dann haben wir eine kurze Pause gemacht, als der Wagen aufgetankt werden musste. Und dann standen wir da rum und dann ist der Santana anscheinend zu Lilly hingegangen und meinte so zu ihr, na, Miss Hansen, fahren ist ja nicht so ihr Ding. Und das hat die so frustriert. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Ach du Heil hier. Und sie hat schon die ganze Zeit so Angst gehabt, dass wir uns am Samstag zu Tode blamieren. Und dann war die so frustriert, dass nicht mal ihr Verlobter sie aufbauen konnte. Ja, das Ding ist halt, denkt am Ende, am Samstag denkt eh jeder nur an sich selber. Ne? Das heißt, wenn, keine Ahnung, die anderen jetzt Platz 2, ihr seid jetzt Letzter. Dann denken die nur daran, dass die auch hätten besser sein können oder dass sie gewonnen haben. Da müsst ihr einfach im Kopf halten. Da interessiert am Ende keine Sau, welchen Platz ihr habt. Nee, ja. Das ist natürlich für euch frustrierend, aber peinlich wird das wahrscheinlich nicht. Nee. Es kann eigentlich nur gut werden. Ja. Oder halt ein bisschen frustrierend, kann ich schon verstehen irgendwo. Aber von meiner Seite braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Nee. Okay, gut. Ja, wunderbar. Nee, schön. Dann, und nachher Jetski. Dann pass auf, dass er euch da nicht auch noch die Knochen bricht, ne? Nee, wir können ja beide schwimmen. Zur Not ziehe ich sie aus dem Wasser, wenn das ist. Also, sehr gut, sehr schon. Gut. Wunderbar. Kennen wir uns ja ein bisschen mit aus. Hast du schon ins LDP geguckt? Noch nicht. Ich habe gerade nur die eingetragen, dass die Feuerwehr da überwiesen hat. Also erstmal, was unsere Weihnachtsklamotten angeht und die Arbeitskleidung. Ja. Die Besitzerin von der Boutique ist ausgereist, jetzt macht das wieder die Lafleur. Hä? Ja, frag nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist total bescheuert und ich bin so genervt von diesem Thema, also mit dieser Frau halt und der Boutique, aber ich kümmere mich drum, kein Problem. Dankeschön, das macht mich schon wahnsinnig, ey. Ich habe halt einen guten Draht zu ihrem Freund und der kümmert sich jetzt darum, dass die uns nicht verschludert. Ja. Miss McQueen hatte eine Bestellung geschickt, die hat da Jens ausgeliefert, allerdings nur zum Teil, weil wir nicht so viele Reibekuchen mehr hatten. Oh ja, ja. Ich habe ihr dann einfach mal auf die E-Mail geantwortet entsprechend, dass Jens schon geliefert hat und wir nur halt die Reibekuchen nicht liefern konnten, bla bla. Ja. Und dann hatte ich heute die Frau Falk am Wickel, die hat bei uns bestellt, heute Nachmittag irgendwann um 17 Uhr, glaube ich, war das. Yeah. Dann habe ich ihr das schnell fertig gemacht, habe es eingebucht. Ich habe ihr sogar schon die Rechnung geschrieben und geschickt und die haben es abgeholt. Oh, ja, ich sehe gerade. Oh, das ist aber eine ordentliche Bestellung. Aber. Du müsstest aber bitte noch Schranke-Upgrade einpflegen ins RDP. Das steht mit in der Rechnung, das konnte ich aber nicht auswählen. Oh. Ach so, okay, hast du das jetzt? Ach so, das hast du ihr dann per Hand geschrieben quasi. Das, ne? Ja, ich hab's einfach händisch dazu notiert. Okay. Kannst ja in den gesendeten E-Mails gucken. Wie teuer war das nochmal? 1,50, ne? Oder 2,50? 2,50. 2,50, warte, dann mach ich das mal eben hier rein. Schrank, ups, mal, bevor ich das vergesse. Hat die irgendwas zu unserer Lieferung gesagt, die wir bestellt haben? Nee. Okay. Habt ihr noch keinen Liefertermin gemacht? Ja, doch, ich glaube heute oder morgen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann das war. Obwohl, ich glaube heute war das. Ich meine heute. Okay. Verkaufsstandard, Verkaufspreis 50. Okay, ist drin. Dann packe ich das mit in die Bestellung noch mit rein, ne? 12-mal Schranke Upgrade. Schranke Upgrade 12-mal.
Verkauf, Standard, alles klar, geliefert. Dann sind halt $406, ne? Stimmt das bei dir auch in der Rechnung? Waren das nicht 403? Warte. Warte. Und wenn es 403 sind, dann ist 403 ist egal, dann steht das bei uns jetzt hier anders drin. Versendete. 406, ne, ist richtig. Okay, schön. Okay. Wunderbar, gut, dann mache ich gleich die Reibekuchen. Jens, bringst du, willst du die ihr dann da bringen auch wieder, oder? Ja, kann ich machen. Du musst dir bitte auch noch den EK-Preis vom Kartoffelsalat schicken, bitte. Den EK? Achso, ihren EK, meinst du? Ja, Marcel, heute Abend bei GameStop Online. Ja, kannst du dir eine Bestellung mach ich mal. Ich meine, ich habe dir das alles schon gegeben, weil ich meine... Es war halt nicht alle $7? Ja, Dirk, wie gesagt, sie hat es in der E-Mail geschrieben. Okay. Ich kann hier gleich mal kurz anrufen, vielleicht ist sie ja schon... Wie läuft das denn mit dem Anliefern, damit wir das alle wissen? Nee, letztes Mal haben sie es mir abgeholt hier. Ach so, okay. Lass mich mal kurz gucken, Kartoffelsalat. Hab ich den Kartoffelsalat für 10 Euro drinne? Dollar? Haben wir den so teuer gemacht? Ja. Lass mich mal kurz gucken hier. Ich meine, du haust ja einen Haufen Zeug rein. Ja, vielleicht verwechsel ich das doch gerade vom EK, ne? Das, also, Kartoffelsalat. Ah ja, gut, das ist ein sehr hoher EK gewesen, okay. Mhm. Aber ich würde dann... Ja, ein bisschen runter für einen Teller Kartoffelsalat. Ich gehe noch ein bisschen mit dem Preis. Machen wir mal. Hallo, Santi. Schlagen! Was na? Schokohase sagt? Mhm. Was darf es denn sein? Okay, warte mal. Riesenhunger. $8. Also, wir haben... deutschen Kartoffelsalat mit Bockwürstchen oder $8. Lecker Möhrengemüse mit Frikadelle. Passt das denn noch mit dem Menü denn? Oder die übliche Mantaplatte, Currywurst Pommes. Ja, ist so das passt dann besser. Currywurst und Frikadelle? Okay. Die Currywurst in mild scharf oder sehr scharf? Okay, gut. Also zwei möchtest du, ja? Kartoffelsalat kostet jetzt 8 bei uns. Ich habe den Preis für den Kartoffelsalat runtergesetzt, ne? Kostet jetzt statt 10 kostet 8. Das ist schön, ne? Hallöchen! Ja, für Sie kostet sowieso noch weniger, ne? Mit Polizeirabatt und allem. Das ist kein Problem. Ich bin tatsächlich, ich muss das großes Lob aussprechen. Wenn ich Hunger habe, ich finde immer nur euch. Ja? Ja. Ist wirklich so. Ist doch schön. Aber jetzt auch ohne Taxiteller sind Sie glücklich. Schön muss es sein, aber es wäre super, wenn ihr vielleicht Tacos ins Sortiment aufnehmen könntet oder Burritos. Ja, da wir deutsche Spezialitäten gegessen. Machen, ist das vielleicht, ne, und dann kriegen wir nachher Ärger mit dem Taco Libre und allem, das brauchen wir jetzt auch nicht. Und ich habe auch keine Ahnung von den Gerichten, ne, dann lasse ich lieber die Finger von. Das ist schade, aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden und es schmeckt ja auch sehr gut immer, aber ihr kennt das ja, manchmal braucht man ein bisschen Abwechslung und dann ist das schade, dann, aber schön. Es ist, wie es ist. Ich bin froh, dass ich was Warmes zu essen bekomme. Ja, genau. Vielen Dank auf jeden Fall. Dirk, machst du mir zwei Frikadellen warm und zwei sehr scharfe Currywürste? Ja, machen wir fertig, ne? Zwei danke. Frikadellen, zwei warm, ne? Beide zwei warm, ne? Ja. Alles klar. So. Leute, mitten im RP? Ich kann mich nicht konzentrieren, ey. Mit so einer richtig langen Nachricht. Was hast du da alle runtergerattert? Ey, vielen Dank für die ganzen Donis. Ich und Matthias auch vielen Dank für 11 Monate, Mann. Ey, keine Ahnung. Leute. Schließlich haben wir auch was davon. Was habt ihr denn davon? Ich habe ja noch gar kein Spiel dafür. Ich meine, gut, die Spiele, die wird es wahrscheinlich als Muster einfacher geben als die Konsole selber. Aber okay, ich merke schon. Heute sponsert bei Konsole 5. So, ich muss mal eben hier Bratgeräusche machen, ne? So, Sekunde mal eben hier. So. Zweimal.
Vielen, vielen Dank, ihr seid super süß. Santi. Nicht vor den Brustkorb geschlagen. Ja, aber das tut richtig weh. Brustkorb geschlagen ist viel besser. Okay, alles klar. Das tut nicht so weh. So, Currywurst und Frikadelle, ne? Sehr schön, das sieht doch super saftig aus. Yeah. Dirk, Santi möchte mich abwerben, was hältst du davon? Wohl zur Polizei? Ich verweigere die Aussage. Du, das geht nicht, ne, du bleibst schön hier, ne? Ja, natürlich. Dann bricht der ganze Laden hier zusammen, wenn du gehst, immer. Ach komm. Ja, du bist ja schon eine starke Kraft hier, die mit dran zieht, ne? Also ja, du treibst hier schon einiges vor. Ich gehe halt Sack mit dem Schichtplan, aber das ist auch... Ja, genau, das ist ja... du bist quasi das, was ich nicht kann. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Ich bin halt viel zu freundlich. Du musst halt manchmal... Ich beauftrage dich einfach, frech zu sein, so manchmal so. Ich bin die Freche, okay. Du bist alles die Freche klar. Und dann kann ich einfach... Du bist so mein Schutzschild. Dann kann ich immer als freundlicher Geschäftsführer dastehen. Du schiebst mich dann immer nach vorne, okay. Ja, genau. Ich will sie nicht abwerben. Ich wollte nur damit ausdrücken, dass sie eine sehr kompetente Mitarbeiterin ist und... wir solche Leute auch immer gut gebrauchen können, ne? Ja, das weiß ich, aber die gehört mir. Weg. Okay, ist okay, tschüss. So. Gut. Ich wollte gerade noch irgendwas machen. Okay, in der Kasse ist umgestellt. Aber da muss ich auch noch in der RDP die Kartoffelsalat umstellen, ne? Wo wir hier nachher und dann wollte ich die... Aber passt das dann mit den 8 Dollar? Also, Ja, das passt. Okay, das ist, wir machen jetzt keinen Reibach da dran, aber ich finde für 10 Dollar für einen Kartoffelsalat schon sehr happig, ne? Aber der wird eigentlich ganz okay gekauft, finde ich. Ja, eben deswegen. Also, dann kaufen die Leute vielleicht auch mal öfter ein Menü oder so. Das weiß ich auch nicht. Okay. Ja, die Falk hat ja heute direkt, die hat voll viel mitgenommen. 18, glaube ich. Ja, Kartoffelsalat war keine schlechte Idee, das ist wahr, ne? Und die können wir auch schön lagern und so. Ich rufe mal eben die Frau Quincy an, oder wie die hieß, ich weiß auch nicht mehr. Queenie McKean. McNeeder, ne? McKean, ja. Ja, wo ist sie denn hier, da, Queenies. So. Kannst du nächste Woche für 300 Euro von deinem Bruder jetzt wieder zurückkaufen, weil sie ist ja gebraucht. Ich glaube kaum, dass er das mitmacht. Nee, ist nicht da. Oder noch nicht zumindest. Na gut, dann mach ich aber trotzdem schon mal die Reibekuchen fertig, ne? Ja, mach das. So. Ja, Donation Goal will ich eigentlich ungern jetzt machen, weil ich... Aber irgendwie ist das Thema ja trotzdem... Wenn du mir Mama-Gewürz hast, dann kann ich ja nebenbei Mettbrötchen schmieren. Ja, beide hole ich dir. Ich habe jetzt alle deine Folgen auf YouTube gesehen, habe knapp 2 Monate gebraucht. Oh. So. Wie viel brauchst du denn? Wie viele soll ich denn machen? Ich geb dir mal 10 und dann guckst du gleich mal, ja? Ja, okay. Ich kann dir ja immer noch Nachschub geben, ne? Ich reiche dir das hier einmal kurz an. Jeder, bitteschön. Okay, danke dir. Wunderbar, dann schnabbel ich nochmal eben schnell was. Vielen, vielen Dank, Smart O'Brien, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ich enttäusche dich hier nicht im Live-Programm, wenn du die ganze Zeit nur die VODs geguckt hast. Alter Junge, 2 Monate am Stück wahrscheinlich ohne Pause. Der Kaffee ist übrigens Gott sei Dank leer, ich werde jetzt nie wieder schlafen können. Faschett, vielen Dank! Und viel Spaß mit dem Sub-Smart O'Brien. Neues Icon, seit wann das? Was für ein Icon? Hab gestern auch mal durch ein paar VODs gesippt, deine Stimme war am Anfang noch viel zu jung für Knussi, jetzt ist sie wirklich sehr passend. Ich war auch am Anfang, wie gesagt, das ist mein erster richtiger RP-Charakter, ne? Am Anfang war ich noch total unsicher, wie ich überhaupt diesen Charakter spielen soll. Weil, ich meine, wir haben uns zwar sehr gut vorbereitet, ne? Wir haben sehr, sehr viele Informationen gestreut, dass man diesen Charakter gut ausbauen kann. Aber das erstmal umzusetzen, wie es ist, Und jetzt ist Knussi finale Form, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich lehne mich noch mal nicht so weit aus dem Fenster. Ach so. Mama-Gewürz-Icon habe ich eigentlich eingereicht. Da habe ich auch das Item angefragt.
Und es funktioniert jetzt Gott sei Dank seit ein, zwei Folgen oder so. So, wir brauchen für einen für Reibekuchen brauchen wir 10 Kartoffeln. Haben wir überhaupt noch? Ja. Mhm. Ich trinke auch mal direkt. Ja, 20 mal Kartoffeln ist okay. Xbox, Xbox, Xbox. Bitte nur für eine Xbox ausgeben. Spaß, gönn dir die PS5. Liebe Leute im VOD, er tut mir wirklich leid. Ich kann mich da nicht gegen wehren. Die Leute ballern hier auch einen raus heute. Vielen, vielen Dank auch dir, My Doom. Wer auch immer das ist. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Zwiebeln brauchen wir 6 Stück. Dann mache ich auch nochmal 6. Dann ist das Inventar nämlich leer, wenn ich diese anbenutzt habe. 6 mal Zwiebel. 2 mal Speiseöl. 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 Mehl 2-mal. Und Mama Gewürz. So, passt alles in eine Tasche rein. Knickknack, knickknack, knickknack. So, kenne ich auch nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, Maidum, wer das ist. Also Maidum, weißt du, wer Maidum? Ich weiß auch nicht, wer das ist. Keine Ahnung, das kenne ich nicht. So, dann holen wir die Pfanne mal an hier, ne? So. Weißt du gerade auswendig, wie viele die haben wollte an Dings? 20, meine ich. Stand in der E-Mail. 20, ja, die machen wir doppelt so viele. Jetzt habe ich schon so für die Sachen alle perfekt mit. So. 2 Eier. Nee, ich glaube, die wollte 30 sogar. Ja. Sie hat geschrieben 20 Bockwürstchen, 20 Kartoffeln und 30 Reibekuchen. Ja, wenn die gut laufen, das wäre natürlich wunderbar, ne? Das ist ja ein Win-Win für alle am Ende, ne? Die können wir mal hier eben schnell nebenbei noch machen. Also ich war vorhin, heute Nachmittag da und da war von uns nicht, ich glaube, nur noch Bütterchen im Regal. Meine Herren. Also läuft der Laden ja wohl wie geschmiert, ne? Nicht schlecht. Vielleicht machen wir doch lieber ein 24-7 auf. nee. Ja, wir können ja ein 24-7 machen, wo wir exklusiv nur Knussmann anbieten. Ja. Ich weiß, also wie gesagt, nee, wenn das so beliebt ist, was wir hier machen, ja. Dann sollten wir echt mal, weiß ich auch nicht, irgendwie Knallgas geben, was das. Ich tue mal die Reihe gucken, was das neue Ladenlokal da angeht. Aber ich habe immer noch nichts von DOL gehört, ne? Immer noch nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie sich von selbst melden, oder? Ja, die meinen, die melden sich, wenn die was Neues zu den Lizenzen haben. Aber du hast recht, vielleicht muss ich da gleich nochmal nachhaken, ne? Weil ich halte ja gerade nur die Füße still, weil die vom DOL nicht in die Püschen kommen hier. Oder Jens kommt, der kann mit über DOL lästern. Ja. Na, ich will gar nicht über das DOL lästern, weil das würde bedeuten, dass ich irgendetwas für die empfinden würde. Ach, Jens, ja, immer. Okay. Ich sag mal, Dirk, hast du am Montag hast du ausgetauscht? Als ich da war, ja. Gestern war ich nicht da, da habe ich nicht. Gut, dann muss ich heute austauschen. Genau. Dann bräuchte ich noch Mettbrötchen, bitte. Dann bastelt die Caterer zusammen. So, Reibekuchen sind auch fertig. Ich erreiche die Frau McKnee da nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, also die Reibekuchen sind fertig. Ich weiß jetzt aber nicht, wie und wohin wir die liefern, wenn da keiner arbeitet heute. Oder warte mal, vielleicht haben die eine ja. Hotline oder so. Warte mal, LS United. 07070. Hallo. Oh. Na? Ja. Dann rufe ich da mal schnell an hier. Ne, ist auch aus. Ne, schade. Ich guck nochmal in der RDP, was die wollte. Ach, in der Ventur hier. So. Ventur-Mail. Erinnerung kurz. Achso, nee, den habe ich schon überwiesen. Das war gestern. 30 Reibekuchen, ja.
Ich furze gern in der Wanne. Der Juri kommt auch, wenn er mit seinem Erste-Hilfe-Kurs fertig ist. Ach ja, der hat ja Erste-Hilfe-Kurs, ne? Ja, mhm. Ja, stimmt. Der kann dann hier mit Mettbrötchen schmieren weitermachen. Ach, spitze. Ja, mach dir keinen Stress. Mach die mal in Ruhe fertig, wenn du jetzt los musst, ne? Ja, nicht jetzt sofort. Die Lilik muss ja erst noch herkommen und dann geht's dann gleich irgendwann los. Hatte ich ihr den Kartoffelsalat angeboten? Ich hatte ihr doch nur Mettbrötchen, Büterkin, Bockwürstchen und Reibekuchen angeboten, oder? Guck doch sonst nochmal einfach in der RDP-App. Ich habe das ja zusammengefasst, wie du mir das gesagt hast. Warte mal, was habe ich denn? Jetzt habe ich natürlich hier den... kopiere ich das mal hier eben. Das ist ja... Warte mal, irgendwie... Ich guck mal in die letzte Bestellung rein, ob ich ihr dann auch schon Kartoffelsalat. Das kann ja nicht sein, dann wüsste die ja die Preise. Bestellung, wo ist es denn? Da. Büterchen, Mettbrötchen, Reibekuchen, nee. Und Bockwürstchen. Haben wir ihr eigentlich die Bockwürstchen nachgeliefert? Ja. Die habe ich ihr noch gar nicht berechnet. Hast du die mit in die neue Berechnung reingetan? Ah, du hast doch gar keine gemacht. Nee, oh. Ich war das nicht. Der Jens hat das gemacht. Oh ja. Wie viele Whiskys hatten wir dir denn gebracht? 20, ne? Oh Gott, da komme ich jetzt schon mit durcheinander. Scheiße. Ja. Okay, irgendwo ist ja gerade der Wurm drin. Scheiße. Warte mal. Kartoffelsalat. Ach so, die hat jetzt einfach irgendwas bestellt. Nee, der Kartoffelsalat möchte ich denn aber gerne nicht geben. Okay, nee, dann habe ich das... Hab ich der eigentlich was von Kartoffelsalat geschrieben? Ich glaube nicht. Gesendete. Ah, okay, da habe ich aber auch nicht geschalten und nachgesehen. Weil ich habe zu ihr geschrieben, vielen Dank für ihre E-Mail. Unser Kollege Jens Müller hat Ihnen heute bereits den Kartoffelsalat und die Bockwürstchen geliefert. Reibekuchen können erst wieder morgen oder übermorgen produziert werden. Dann liefern wir nach. Das mit dem Kartoffelsalat ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich stelle das mal kurz in Frage in der Mail, ne? Ja, ja. So, Bockwürstchen, hatte ich damals die Mettbrötchen mit durch den Bockwürstchen Reibekuchen zugesagt. Reicht. Wollen Sie? Da muss die Frau McKean halt auch mal lernen. Nein heißt nein. Ja, nee, Kartoffelsalat gebe ich nicht aus, so meine ich. Was hat der Jens? Hat der da jetzt Kartoffelsalat hingeliefert? Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, heute ist er auch schon wieder weg. So, ich habe jetzt geschrieben, guten Abend, Frau McKnie, entschuldigen Sie,
dass wir gestern keine Reibekuchen liefern konnten. Ich hatte mir spontan freigenommen und Ihre Bestellung kam dann doch sehr plötzlich. Ich hatte Sie gerade versucht zu erreichen. Die Reibekuchen werden jetzt fertig verpackt und lieferbereit. Leider würde ich den Kartoffelsalat exklusiv für mein eigenes Ladenlokal vorbehalten. Ihnen hatte ich damals die Mettbrötchen, Bütterchen, Bockwürstchen und Reibekuchen zugesagt. Wollen Sie die Auswahl noch einmal abändern? Die Kollegen haben Ihnen allerdings bereits den Kartoffelsalat geliefert. Der EK hierfür wäre $7. Für dieses eine Mal wäre das aber dann schon in Ordnung, wenn Sie das Produkt bei sich anbieten. Lassen Sie es auch einfach noch einmal telefonieren und alles weitere absprechen. Ja, können wir so machen, ne? Okay, dann machen wir das so. Bringt mich völlig aus dem Konzept, Leute. Ja. Ich muss mal gerade kurz was nachschauen. Sekunde. Guck ich eben nach. Ihr macht mich auch bekloppt, ey. So, passt mal auf. Dann machen wir das jetzt. Dann haben wir es jetzt, glaube ich, ne? Seid ihr zufrieden? Ich bin fertig mit den Mettbrötchen, habe alles verbraucht. Ich lege jetzt noch die Zwiebeln zurück und dann bin ich erstmal weg für heute. Alles klar, wünsche euch viel Spaß, ne? Liebe Grüße an die Lilly und dann passt auf euch auf. Die ist in der Küche. Achso, alles klar. Dann sage ich immer Hallo. Hat die sich versteckt? Oh, ne, da hinten. Tag. Hallo. Ich wollte nur mal Hallo sagen, ne, bevor ihr jetzt abdüst. Ja, hi. Und wie geht's? Ja, ja, mir geht's soweit gut, ne. Wie ist gestern gelaufen? Ich habe gehört, du hast dich ein bisschen aufgeregt. Ja, wir sind voll schlecht. Wir werden sowas von verlieren. meint ihr da wirklich keinen Kopf? Ich kann schon deinen Ehrgeiz verstehen, ne? Aber von meiner Seite braucht ihr da jetzt euch keinen Druck machen, ne? Das ist ja, soll auch Spaß machen irgendwo, ne? Ja, es macht ja auch Spaß. Nur wenn die Leute zu einem hinkommen und sagen so, Frau Hansen, also fahren ist wirklich nicht ihre Stärke, oder? Ja gut, okay, da kann ich verstehen. Das ist schon das, ein bisschen scheiße. Ja, ich drücke die Daumen, dass sich das noch fängt, ne? Also... Ja. Aber ihr macht das schon, wirklich. Also, es ist wie dies. Also einfach hinnehmen, wie kommt der Juri, ist glaube ich auch letztes Mal letzter geworden. Finde ich jetzt nicht schlimm. Deswegen einfach Spaß haben und ich habe auch schon gesagt, Generalprobe läuft immer scheiße, ne? Also dementsprechend wunderbar. Alles gut, dann brecht euch gleich nicht die Knochen, ne? Passt auf euch auf, ganz besonders passt auf die Kate auf. Du kennst sie. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, ne? Danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, bis die Tage. Bis dann. Leute, man bringt mich immer aus dem Konzept. Wer sind Sie denn? Also. Ich habe eine Mütze auf. Ja, ich weiß. Ja, schönen Abend wünsche ich dir, ne? Ja, danke dir. Bis denn, tschüss, Kees. Morgen oder so. So, ich bringe mich... Alla. Schokohase hat mal wieder zu viel Kohle. 50 Euro, Junge. Das ist wirklich nicht zu fassen. Ja, vielen Dank. Wo war ich jetzt? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich glaube, ich gehe mal nach vorne und warte mal, dass jemand... Ich weiß nicht, wo der Jens schon wieder hin ist. Dann chillen wir hier mal ein bisschen, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas einzutragen? Haben wir noch irgendwelche... Ah ja, dann können wir mal eben hier bei... Ich übernehme erstmal die Leitstelle. So. Und dann... Für die Xbox gäbe es einen Zehner. Alter Junge, ihr seid echt... Ey... Schokohase hat 500 Euro bei Loot für die Welt gespendet. Was erwartest du? Ja, das ist aber auch ein guter Zweck gewesen. Ihr investiert hier gerade in eine Konsole, wofür es noch keine Spiele gibt. Ich sag die ganze Zeit, hört auf. Wir holen doch immer noch mehr raus. Mann. Ihr seid bescheuert, echt, wirklich. Ihr bekloppt hier alle. Okay, ja, da muss ich der Dame jetzt... Was hat die jetzt bestellt? Pff.
20 Bockwürstchen, 20 Kartoffelsalat, 30 Reibekuchen. Das heißt, wir machen doppelt so viele Bestellungen. Und das ist die... 200 Chick. Die 14. 2020-114. Lieferung vom 17.11. Dann ist das hier LS United. Das waren jetzt Kartoffelsalat. Da muss ich gleich auch noch die Rabattierung mit reinballern. Bockwürstchen. Nee. Das ist falsch. Hä? Warte, was? Ich hab doch bei der anderen Bestellung... Bin ich jetzt bescheuert? Da. Ah, nee. Bockwürstchen. So, dann machen wir einmal Preis Bock. Ach so. Scheiße, was kosten die Bockwürstchen denn? Ich kenne meine eigenen Scheißpreise hier nicht, ey. Bockwürstchen. $8, okay. $8. Bockwürstchen. Verkaufsstandard. Und dann $7. Bockwürstchen. Großeinkauf-Rabattierung. Und dann gibt es noch $7 Kartoffelsalat. Zack. So, dann können wir hier jetzt die Bestellung richtig machen. So. Bockwürstchen. Verkauf. Das waren 20 mal Kartoffelsalat, 40 mal Bockwürstchen und Reibekuchen 30. Jawohl. Gut. Doppelte Menge berechnet da bei der letzten. So. Zack, okay. Gut. Okay. Kraufelsatt. Kraufelsatt ist auch gut, ne? Das ist aber auch gut investiertes Geld. Meine Herren, ey. Ich muss jetzt schon sagen, live ist schon geiler, auch wenn du nur Bockwürste ziehst. Dankeschön. Ey, Leute, ihr habt schon zu... Mein Gott, nochmal, ey. Ich hab doch nur diese eine Geschichte erzählt. Ich wollte nur einmal eine lustige Geschichte erzählen und ihr haut mir direkt hier die Kohle um die Ohren oder was? Alter, ich weiß gar nicht, was ich mit der Konsole soll. Was soll ich denn damit? Ja gut, finde ich erst im Dezember. Ach, na gut, ja. Haben wir schon Venture Post gemacht? Ach, kann ich ja nicht sehen. Weil ich die Scheiße immer noch nicht verstehe. Aber ich guck mal. Ich poste einfach, komm, ich mache hier wieder so ein... So. Da muss ich von Namen gehen, ne?
geschlagen. Xbox, 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 Xbox. Marcel, sag einfach Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ich sag da vielen, vielen Dank, aber auch dir, Fürboy. Ich weiß nicht, Alter. So. Meine Herren, ey. Ihr seid's echt wirklich. So, ich versuche mich mal jetzt. Es ist wirklich schwierig, heute den Fokus zu behalten. Wirklich, das ist. Okay, da ist er. Wie waren die Dateiformate, die ich benutzen durfte? Da war doch wieder jetzt irgendein Scheiß. Jetzt ist das nicht mehr. Jetzt, wo ich mal was posten muss, steht das nicht mehr ganz oben, oder wie? Oh Gott, ey, da kann man ja lange scrollen. Da! Rechteck. Okay, einfach ein Rechteck. So. Das ist immer so schön, als wenn er den Daumen hoch macht. Das ist einfach der Knaller. Dirk, der Daumenkönig. Da, 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 da. So, zack. Dann haben wir vielleicht mal ein bisschen Kundschaft. Hinterlasse einen Post. So. Das Wurstkartell hat geöffnet. Ich bin sofort. Ist scheiße. Ich weiß, ihr seht das gerade nicht, aber. So. Oha, da kommt einer angeschlichen. Ach Gott, was? Ach, Mensch, hast du dich angeschlichen hier oder was? Ja, ein bisschen. Du kleiner Kauz, du. Na, wie ist es? Ja, ganz gut. Ich habe gerade meinen Erste-Hilfe-Kurs hinter mir. Hast du bestanden? Ja, ich glaube, durchfallen geht dann nicht, ne? Ja, komm, dann dafür kriegst du einen. Hier, komm. Ja. Ja, ja, ja. So, oder so ähnlich. Ich glaube, das müssen wir nochmal üben. Egal. Ja, ich glaube, ja. Das sah nicht so elegant aus. Naja, aber egal. Ja, ey, ja, schön, schön, schön. Ich habe gehört, du warst gestern auch mit den Mädels beim Fahrtraining, ne? Ja, ist dann wohl, ist wohl ja nicht so gut gelaufen. Nee, aber, na gut, aber ich muss sagen, ich habe dir ein paar Tipps gegeben. Ja. Ich weiß, Tipps vom vierten Platz anzunehmen, ist halt so eine Sache, aber trotzdem. Die haben sich dennoch relativ gut gesteigert in der kurzen Zeit, wo ich mitgefahren bin bei denen.
Ja, ich am meisten Sorgen mache ich mir halt gerade um die selbst. So, die machen sich schon krasse Vorwürfe, dass sie nicht so gut fahren. Ne, das finde ich ja. Ja, ne, also sie machen sich viel auch, zu viel Druck am Ende. Ne, ich war auch gestern mit Kate, mit meinem Auto waren wir beim Amphitheaterplatz auf dem Parkplatz da und da sind wir rumgefahren. Jetzt muss ich mein Auto zum Marcellus bringen, aber. Ich wusste schon wieder, wie die Geschichte ausgeht, ne? Aber so wie du das erzählst, ist halt sogar nur, ja, ich habe gestern mit ihr so dahin gefahren und ja, jetzt muss ich wohl in eine Werkstatt mit dem Auto. Ist auch ja. Sehr, sehr schön. Ja, es ist Scheinwerfer kaputt, so drei Fenster kaputt, die ganze Seite zerbeult, aber sonst, ich glaube, das ist eine gute Investition in das Wurstgetreide Racing Team. Ja. Naja, gut. Nee, wunderbar. Ja, ich habe gerade mal gepostet, ne, also bevor du mich erschrocken hast, hier habe ich mal, aber das hat denn jetzt geklappt? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Guck mal. Da, warte mal, so, hier. Ob ich das aussehen kann. Wo ist es denn? Ne, hat nicht geklappt, oder? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, ne? Wo ist denn da? Hä? Das ist aber nicht bescheuert. Also ich habe. Hä? Habe ich dich zu doll erschreckt, dass du vielleicht auf die Löschentaste gekommen bist? Ja, das weiß ich nicht. Also, warte mal, ich muss mal gucken. Mal gucken, ob das. Ja, hier in den Computer, da sieht man das, ne? Aber hier jetzt auf dem Handy ist das nicht. Das ist ja total bescheuert. Was ist denn das für ein Mist jetzt? Dein Ventur Center. Kann man die nochmal auf dem Profil oder so? Ich verstehe da die Scheiße doch nicht, Mensch. Ich habe doch keine Ahnung davon. Zeig auch Werbung. Ach so. Hier, du musst auf Werbung anzeigen klicken, ne? Ah. Da ist das. Ach so, wegen Hashtag Werbung. Ja, verstehe. Ja, toll. Dann werde ich ja bestraft, wenn ich Werbung anzeigen lasse, oder wie? Ne, es gibt ja irgendwie Venture Ads Richtlinien und mehr. Jetzt neu, ganz oben der Beitrag. Ja, damit den mit der Größe meinst du, ne? Nee, da ist halt irgendwie, Venture informiert über Unternehmen, ob sofort die Venture Ads so wie die Hashtag-Werbung nutzen müssen. Oder habe ich ja aus Versehen alles richtig gemacht? Ja. Die Venture Ads, was sind denn Venture Ads? Schalten Sie Werbung. Sie sind Unternehmer und möchten die Chance nutzen, Ihr Produkt in ganz anderen Adressen bekannt zu machen, dann bietet Venture Ads die beste Reihwerte. Wir verbieten. Was? Ach du Scheiße. Warte mal, ich rufe da mal an, das ist mir viel zu kommen. Ich meine, die Lilly ist jetzt heute nicht da, aber ich informiere mich da jetzt einfach mal. 1188 00, ich komme mir bekannt vor, die Nummer. Hallo, Klostermann. Hallöchen, ich habe mal kurz eine Frage. Und zwar, ich habe jetzt gerade immer so ein Posting gemacht auf Ventur, ne? Das ist nicht weg. Die Leute denken, das ist weg. Wenn man ganz oben unter da, wo man den Post erstellen kann, zeige deine Werbung. Genau, ja. Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist nicht meine Frage. Meine Frage, ich hab das wohl aus Versehen irgendwie richtig gemacht, ne? Aber sie haben da jetzt irgendwie so einen Beitrag mit Ventur Ads oder so, ne? Ja, das ist eigentlich richtig, was sie gemacht haben. Venture Ads, das sind diese buchbaren Werbeboxen. Ach so, das ist wieder was anderes dann. Ja. Ach so, ja gut. Aber sicher haben sie das jetzt richtig gemacht. Okay, also wir dürfen auch weiterhin täglich da auf unserem Profil da irgendwie posten, was wir Angebote haben und was. Oder ist das jetzt, müssen wir das über diese Ads buchen da? Nein, auch so. Aber ich sag jetzt mal die Regelung von der Größe und dass man nicht übertrieben jeden Tag, ich habe geöffnet, ich habe geschlossen, ist immer noch so. Also dass wir geöffnet haben und zu haben, dürfen wir nicht sagen. Doch, aber nicht alle 2 Sekunden posten wie andere Menschen. Ach so, also so einmal am Tag ist okay. So, ja, alle 2 Tage, so wenigstens geöffnet. Wir hatten ja da so ein Post dazu, das ist hier unter neue Richtlinien. Wenn man da auf Venture geht, dann links diesen kleinen Kasten mit neue Richtlinien. Links der kleine Kasten, neue Hotline und Richtlinien. Ja, da drauf drücken, dann ist da das, ja. Regeln für Posting. Und dann steht da ausführliche Anleitung hier, dann drückt man da drauf, dann kommt man auf meine
mein Post von 15.11. oder früher. Okay. Ey, gute Frau, das ist mir wirklich viel zu kompliziert. Ich gebe das an meine Social Media Managerin weiter, wenn ihr wieder hier ist. Ich wollte nur wissen, ob ich da jetzt abgestraft werde für das, was ich gemacht habe. Nee, weil ich blick da nicht mehr durch. Da hat sich meinem Chef sehr viel Mühe gegeben heute. Okay, der wollte das unbedingt heute rausbringen. Ich muss selber noch ein paar Sachen durchlesen und ich sag jetzt mal lernen. Weil da sind auch ein paar neue Sachen für mich zwischen. Okay. Ja gut, dann, dann weiß ich Bescheid, so halbwegs. Und dann gucken wir mal, dass wir das da irgendwie gedeichselt kriegen, ne? Aber das heißt, diese Ventuels bedeutet, da kann ich ihnen Geld geben und dann schalten sie dann Werbung vom Wurstkartell dann zum Beispiel. Ja, pro Tag. Ach so, pro Tag läuft das dann, okay. Ja, gut. Das steht dann in diesen zwei kleinen Kästen links. Yeah. Diese, jetzt buchen und Richtlinie online. Okay. Dass die beiden Sachen einfach komplett mal so überfliegen, durchlesen, hat man schon den groben Plan. Okay, wunderbar. Alles klar. Ne, gut, dann weiß ich Bescheid. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss, geht's. War das die Bunny? Wie kam mir die Stimme bekannt vor? Die wusste doch sofort, wer ich bin. So. Das ist wirklich sehr kompliziert. Für so einen kleinen Knussmann hier. Ich glaube, die ist nicht liegen. Oh. Hä? Mikkel Olsen. Oh. Hallo, Billy. Hallöchen, Knussmann vom Wurstkartell. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, Herr Knussmann, wunderbar. Billy von Mikkel Olsen. Wir brauchen Verpflegung für 12 hungrige Mäuler. Ja, selbstverständlich. Was wollen Sie denn haben? Die hatte doch da eine neue, diese Bottrop-Platte gepostet. Ja, wir haben das Bottrop-Spezial, meinen Sie? Oder das... Genau. Ja, das ist aber leider nicht zum Liefern, ne? Das ist quasi so ein Experience-Food, wo sie dann hier stehen und dann halt so drei von den Currywürsten so serviert bekommen, ne? So ein Tasting ist das, ne? Dann, was ist denn gut zu liefern? Ja, alles andere, ne? Also, ich kann Ihnen so Mantaplatten liefern oder... Mantaplatte, genau. Ja, Mantaplatte. Wurst mit Pommes, richtig? Richtig. Also, das ist Currywurst mit Pommes. Bratwurst mit Pommes ist die Wurstpumpe. Nee, machen wir Mantaplatte. 12 Mal? Genau. Okay, wollen Sie irgendwas nachgewürzt haben oder irgendwo Mayo, Ketchup irgendwo drauf? Tun Sie einfach überall Mayo, Ketchup dazu. Okay, 12 Mal Schranke. Können die Jungs essen, was sie wollen. Alles klar, Getränke? Getränke, Leute, Bier oder normale Limo? Okay, die Kollegen sind beschäftigt. Packen Sie 12 Mal Bier dazu. 12 Mal Bier, alles klar. Wo soll das hin? Wir sind an der Großbaustelle am Stadtpark, dieser Klotz, der da gebaut wird, da sind wir aktuell. Alles klar, dann gebe ich das gleich weiter. Großbaustelle, Stadtpark, alles Gericht klar. Gericht gebaut. Genau, dauert ein bisschen, weil mein Fahrer ist gerade unterwegs. Ich rufe den gleich mal an, dann ich könnte ihm gleich nochmal einen aktuellen Stand durchgeben, wann das Essen da ist, ne? Okay, wunderbar, das war's. Alles klar, danke Ihnen. Danke. Schönen Abend. Tschüss. Meine Herren, das ist ja hier, jetzt geht das Schlag auf Schlag hier, sag mal. Ja? Bist du noch unterwegs? Nee, ich bin gerade unten im Erdgeschoss, warum? Also, ja, ich habe gerade eine Großbestellung reingekriegt, die du dann rausbringen kannst, ne? Dann mach ich die eben fertig. Ja, alles klar, Doc. Gut. Oh, ja. Oder du bist gerade am Kochen, ne? Machst du 12 Mal Mantaplatte Schranke fertig? Oh, perfekt. Das, nee, dann telefoniere ich in der Zeit weiter, weil Cypress ist, glaube ich, gleich auch noch da. Ich hätte Konstanz, dass die doch Brustpumpe 12 Mal bestellt haben und die ich jetzt Mantaplatten umsonst mache. Achso, ach Gott, die schon am Vorbereiten. Achso, ja gut, dann perfekt. Ne, 12 Mal mit Schranke dann. Okay, dann telefoniere ich nochmal mit Cypress. Hallo, Dimitri von Cypress. Guten Tag, Knussmann von Wurstkartell. Ah, sehr schön. Ich habe eine Bestellung für Sie. Ja. Die würden wir gerne heute noch liefern. Ach, Spitze, wann wollen Sie kommen? Ich muss gucken, wann Fahrer frei ist. Der ist gerade noch bei einem anderen Auftrag. Ja. Ich denke so 20 Minuten ungefähr. Ja, perfekt, wunderbar. Kommen Sie dann wieder zu dem Lager? Ich weiß jetzt selber noch nicht, wo das Lager ist. Vielleicht aber mein Kollege, aber das ist in der Nähe von Lolitas Bar, oder? Ja, genau. Wenn Sie Lolitas Bar im Rücken haben... Dann schräg links ist so ein Parkplatz und da sind so Garagen und so. Ne? Ich glaube, da steht immer Ihr Wagen, oder? Das ist nicht meiner, das ist vom Kollegen, ne? Von dem Eisverkäufer. Aber okay. Genau, ja, da ist das. Dann weiß ich, wo das ist. Alles klar, gut. Wunderbar. Ja,
Viertelstunde, 20 Minuten. Alles klar, dann rufen Sie nochmal an, dann komme ich runter, ne? Wunderbar. Dankeschön. Ach, alles klar, gut. Tschüss, geht's. Danke. Nicht die PS5 vergessen. Ich danke euch, Leute. Vielen, vielen Dank, Mann. Ja, so. Die Gerüsten jetzt einmal fertig vorbereitet. Nochmal Spitze. Dann gehe ich mal eben kurz in die das Getränke holen. So. Wunderbar. Ah, gut, dass der Lusthopfen heute noch kommt, das ist eine gute Sache. So. Wunderbar. Ja. So. Soll ich dir helfen bei Schranke machen hier? Ja, hier gerne. Hast du die Pommes schon fertig oder soll ich noch warten kurz? Ja, Moment, die sind noch in der Friseuse. Jo. Na, was haben wir hier? Würzen. Und, ja, hier, bitteschön. Jawohl, dann haben wir ein paar mehr. Ja. Die haben Hunger da, die Bauarbeiter. Ja, die Bauarbeiter sind so ein sehr hungriges Völkchen, was auch sehr gerne bestellt irgendwo. Ja, das ist eine gute Kundschaft, da hast du recht. Also da bin ich auch sehr zufrieden und glücklich, dass wir so eine Kundin haben, ne? Hm. Wenn wir mehr sowas hätten, das wäre natürlich... Also ich meine, das läuft so schon sehr gut, ne? Das ist ja nicht so, als würden wir jetzt hier irgendwie am Stock gehen. Gerade wegen solchen Sachen. Das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt, dass der Besitzer von Genkis nicht lange nicht da war. Ja, hier, der Maskera, der meinte auch gerade, wenn ich Hunger habe, dann komme ich nur zu ihnen, weil sie sind einfach immer da, ne? Ist immer jemand da. Deswegen, so... Zack. Ach ja... Wie oft bist du denn jetzt nur bei dem beim Genkis da? Ich spür's gar nicht. Also. Ach so. Ich hab jetzt, wie gesagt, meine. Oh, warte mal kurz. Arbeit. Oh, Lusthopfen. Ja, Knusmann? Amen, Jacob Allen von Lusthopfen. Ich würde jetzt einmal den Wagen voll machen und mich dann auf den Weg machen. Ja, spitzemäßig. Also, aber sie sind dann so innerhalb von den nächsten 10 Minuten da, ne? Sagen sie? Ja, genau. Okay, richtig, spitze. Richtig. Weil in 20 Minuten kommt eine Cypress-Lieferung, aber dann passt das ja perfekt. Alles klar. Ja, das kriegen wir hin. Super, danke schön, bis gleich. Dann bis gleich. Tschüss, geht's. Ja, wunderbar, ey, das geht, läuft wie geschmiert. In 10 Minuten Lusttropfen, in 20 Minuten Cypress. Besser geht's noch nicht. Ja, Jens ist ja da, um die Lieferung zu fahren. Genau, Jens liefert aus, du stehst hier gleich im Kartell. Ich kann mir wirklich kein schöneres Team aktuell vorstellen. Auch dich, Jens, ne, immer. Du bist ein Schätzekind. Ach, Jens, kriegst du noch ein bisschen was von mir, von Montag? Ah, okay. So, Montag habe ich schon gar nicht gearbeitet. Du hast doch da die Lieferung gemacht, oder nicht? Nee, das war dann ich. Dann war es Dienstag war das dann. Achso, ja, Dienstag war ich nicht. Dienstag habe ich auch nicht gearbeitet. Doch, an dem einen Abend warst du doch da. Was war denn mit dem LS United? Die haben das hier schon abgeholt, oder wie war das? Also, bis auf den Reibekuchen haben die das schon abgeholt. Okay. Ja, weil wichtig für euch ist, die kriegen nur von uns Reibekuchen, Butterken, Mettbrötchen, Bockwürstchen. Kartoffelsalat kriegen die zum Beispiel gar nicht. Ich habe mich nämlich jetzt einfach mal nach einem Preis gefragt, aber der bleibt hier Wurstkartell only. Ne? Da müssen wir uns aufpassen, dass die uns da nicht die ganzen Produkte abzwacken, ne? Damit wir da jetzt... Ja, aber jetzt hat hier auch jemand nach dem Reibekuchen gefragt zum Beispiel. Ja, Reibekuchen kriegen die dafür hier nicht. Ne? Reibekuchen ist dafür dann nur für außerhalb, aber das wird das einzige Produkt bleiben erstmal. So, Jens, du musst 12er Manta Platte Schranke mitnehmen. Ist alles schon vorbereitet. Mhm. Im Lager. Und 12 Bier. Aber ja, ich glaube dann. Warte, ich glaube dann. 10? 10 habe ich nur, Dirk. 10 wert. 10 Manta, 10 Pommes Schranke. Da waren doch gerade. Hier liegen noch 5 drin, ne? Oh. Oh. Nee, hä? Da waren doch 3x4. 10 Stück. Nein, da war 2x4, 1x2. Bist du sicher? Ist das Ansichtssache oder was? Aber eine liegt da auf jeden Fall noch drin. Warte, dann mach ich schnell eine fertig. Nee, ja, das war Ansichtssache. Hm? Behinderte Kacke ist das doch. So, was war noch? Pommes Schranke und? Hast du jetzt genug Pommes Schranke?
Ja, 4 okay. Nach 12, ja. Achso, ja, meinte Platte, also 12 mal Currywurst noch? Ja. Und 12 Bier, die habe ich jetzt hier in der Tasche. Passen die bei dir noch rein oder soll ich hier mit runter? Ist das ein 12er-Pack? Nee, ne? Nee. Dann gehe ich hier mit runter. Ich würde auch sagen, du hast noch ein bisschen Platz frei, ne? Weil dann drücke ich dir eben meinen Autoschlüssel in der Hand. Dann fährst du mit dem, weil ich muss gleich mit dem Foodtruck zum Lager runter, ne? Dann ja, brauchen wir da keinen Zeitdruck. Dann packt sie seine Koffer rum, das sollte gehen. Du musst zum Stadtpark an die Großbaustelle. Weißt du, wo das ist? Also wo da die Großbaustelle ist? Ich habe die noch nicht gesehen. Ja, die ist gegenüber da. Okay, gut. Ansonsten hätte ich dir jetzt nochmal die Nummer gegeben, aber das würde ich nicht sagen. Ja, gut, ich weiß da, wo da die Baustelle ist da. Okay, spitze. Super. Ja, dann kommt gleich das Bier vom Lusttropf in die Lieferung und Cypress liefert dann die nächste Bestellung zum Lager. Das mache ich dann nachher mit dem Foodtruck. Der Juri ist die ganze im Kartell. Und falls die Frau McNeeder anruft für den Reibekuchen, dann kannst du das auch nochmal wegbringen. Wir haben aber letztens Kartoffelsalat mitgenommen, ne? LS United. Ja, deswegen. Das war jetzt falsche Kommunikation. Ich hab euch das noch nicht so richtig gesagt gehabt und die hat das einfach mal mitgenommen und bestellt. Aber das soll eigentlich nicht sein, ne? Außer die hat das für sich privat bestellt zum Essen. Oh, pass auf, da kommt Polizei. Ja. Ach, guck mal da. Die kommt weg. Oh. Ja. Knusbein! Ja, hallo. Ich habe einen Fahrer erreicht, der ist jetzt gleich bei Ihnen. Wunderbar. Wann ungefähr? Ja, gleich. 5 Minuten, keine Ahnung, wie lange. Oh, okay. Ja gut, dann muss ich, dann muss ich hier gerade koordinieren, aber da kriege ich hin. Alles klar. Dankeschön, ne? Alles klar, gut. Tschüss, geh's. Okay, dann muss ich jetzt doch sofort los. Dann sage ich dem Juri Bescheid, der soll das Bier annehmen. So, wo habe ich denn, wo ist mein Auto? Och, nee. Ach, scheiße. Was denn? Ich befürchte, die Karre, die ist mal wieder, hatte wieder Heimweh. Scheißdreck, ey. Was für eine Hurensohn-Karre. Ja, Warte mal, liefere ich das eben? Ah, nee, scheiße, ich habe den Schlüssel oben. Okay, pass auf. Dann nehmen wir Juris Wagen. Nee, okay. Warte. Ja, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt hochlaufe und meinen Schlüssel hole? Nee, schon gut. Ich sag jetzt mal dem Juri Bescheid wegen dem Bier, dass der das Bier gleich annimmt. Warte. Und dann hol du deinen Schlüssel mal eben. Ich fahr da mit dem Truck gleich los. Du hast ja weniger eilig als ich gerade. Ja, dann warte, dann gebe ich dir schon mal meinen Schlüssel. Für deinen Schlüssel. Ja, danke schön. Jo. Soll ich hier schon mal in deinen Kofferraum irgendwie das Bier reintun oder so? Ja, ich kann ja nicht aufmachen. Ach, scheiße. Ja gut, dann warte ich. Dann geh mal schnell. Oh, wo ist Juri hin? Nein! Boah, jetzt ist aber die Hütte am Brennen, ey. Scheiße. Fuck, ey. Jetzt ausgerechnet hat mit dem Auto auch noch. Oh nee, jetzt ist auch noch der Truck voll. Das ist wirklich der Wurm drin gerade. Okay, lass mich mal gucken. Ja, das ist okay. Kommt die Essen. Ja, irgendwas. Ich schmeiß jetzt was weg hier, komm, scheiß drauf. Das kommt in den Müll. Komm, die Salate, komm, scheiß auf die Salate, wirklich. Ich hab echt die Schnauze voll von diesen bekackten Salaten. So, weg. Kacke Salat hier rein in die Mülltonne. Knusmann? So, Hallöchen, ich bin wieder da. Ja, Sekunde, ich komm sofort. Ne, kann sein, dass ein Kollege von mir übernimmt. Okay, danke. Ja, alles gut, kein Stress. Bis dann. Okay. So, hast du offen? Kann ich kurz reinlegen? Na, warte. Ich nehme das jetzt mal kurz. Okay, soll ich dir geben? Ja, bitte, einfach geben. Okay. Einmal. Und dann gehst du da bitte mal am besten zum Lusthof hin, weil Juri ist gerade auf Klo. Ach, scheiße, ey, das läuft. Ja, dann ruf ich mal eben mal Cypress. Dann fahr du schon mal aus, ich mach das hier. Danke dir.
Cypress Dimitrov, hallo? Ja, Knusmann hier nochmal, ne? Ich werde mich 2-3 Minuten verspäten. Wir haben hier gerade Notstand, mein Auto meinte, nach Hause fahren zu müssen. ja, alles gut. Der Kollege hat gewartet. Alles klar, Entschuldigung, ich beeile mich. Dankeschön. Ja, kein Stress. Tschüss. So. Hallöchen. Abend. Ach, Mist, ey, das kommt doch alles wie blöderweise wie es soll. Ich greife hier direkt mal schnell rein, ne? Soll ich kurz helfen? Oder ach, das wäre wirklich spitze, ne? Mein Kollege ist auf Toilette, mein Auto ist jetzt gerade spontan, hat eine Heimreise nach Hause gemacht. Oh, das ist schön. Und Cypress steht vorm Lager und will auch rein. Oh, wunderbar. Ich gehe schon mal vor, ne? Jawohl, ich komme. Doch nicht so eintönig. Ja, das ist der Stress, den ich mag. So ein bisschen Herausforderung, ne? Ein bisschen Herausforderung, das muss kommen. Das muss kommen, Freunde. Moose coming. Und ausgerechnet dann ist natürlich, muss Maxim sein Spiel neu starten, ne? Ach. So, das war schnell hier. Bier. So, Sie müssen sagen, wohin? Ach, Entschuldigung, ja, immer hier rein. Ja. So. Hier das linke, ein bisschen weiter unten, ne? Ah, das ist da wunderbar. Juri? Brauchst du Hilfe beim Fragen? Ja, machst du das einmal mit dem Herrn? Ich muss dringend zum Lager, weil Cypress da steht und mein Auto ist jetzt plötzlich mal futsch, ne? Also das ist gerade ein bisschen kompliziert alles. Willst du mein Auto nehmen? Nee, ich muss mit der Pumpe fahren. Dann mach mit dem Herrn hier einmal das Bier fertig, ne? Mhm. Okay, ich verabschiede mich dann schon mal. Alles klar. Danke Ihnen, ne? Sehr gerne. Schönen Abend. Danke auch so. So, okay. Ran, tan, 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 tan. Jetzt aber schnell. Ja, das geht. In solchen Momenten hätte ich gerne Regie, die dann die richtige Musik einspielt, ne? Das wäre spitze. Aber das ist mir dann noch doch ein bisschen zu stressig, da das Ganze. Weißt du? Ein bisschen zu stressig. So. Aber warum ist das denn jetzt schon wieder gewesen? Also. Was mache ich denn falsch? Ich weiß das nicht, Leute. So, dann mal schnell mit der Pumpe. Zum Lager. Lager. Ach du Scheiße, ey. Die bauen hier echt einen krassen Parcours hin. Was soll das denn jetzt hier? So. Und rein. Uiui, übernimmt das. Spitze. Alles klar. Das ist gut, das macht Spaß, das ist toll, das läuft gut, das macht Spaß, das ist spitze. Piep, 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 Mann, das macht jeder mal ran. Alle mit ein, unsere Bratwurst muss Bratmaxe von Maike sein. Die langweilige. Das langweilige Würstchen, aber. Ein sehr langweiliges Würstchen. So, hier, Stopp. Keine Zeit für Stoppschilder. Ich hoffe, das passt jetzt hier auch alles rein, was ich da bestellt habe. Ich habe nämlich schon keinen Überblick mehr.
Aber, ah, boah, oh, Junge. Oh, da hat aber einer manövriert, ey. Leck mir am Arsch. Oh, hohohoho. Nicht schlecht, Herr Specht. Meine Herren, das nenne ich mal gut eingeparkt, du. Nicht schlecht, Herr Specht. Nabend, Nabend. Ja, das haben sie aber fein hingekriegt, ja. Also, das hätte ich, glaube ich, nicht hingekriegt mit der Kiste. Leck mich am Arsch, da muss ich mal sagen. Ich hoffe, ich komme wieder raus. Ja, vorwärts sollte ja irgendwie gehen, ne? Und nee, ansonsten nehmen sie die Steine einfach mit, ne? Das ist halt, gehört dann zur Lieferung dazu. Genau. Ja, gut. Ich glaube, ich muss ein bisschen vor, ne? Ich glaube, ihr... Nee, ach Quatsch, bleiben Sie so stehen, machen Sie auf. Ich gehe dann, kann man von der anderen Seite auch dran, ja, ne? Ja, genau, können Sie auch. Okay, dann gehen wir mal rum, würde ich sagen. Jo. Weil ein Teil kommt hier ins Lager und ein Teil in die Pumpe da rein, ne? Das heißt, da müssen wir nachher einmal kurz wechseln, aber dann gucken wir erstmal, dass wir das Lager voll machen. So. So, was hat denn ja hier Mayo-Wurst? Wir wollen, fahre ich noch ein bisschen vor, ne? Nee, ach, dat, so viel ist das hier gar nicht, was hier rein muss, sehe ich gerade. Also, da okay, viel gut. Ist, glaube ich. Okay. So. Schon drauf hin, ja, ne? Jo, ist offen. Okay, dann die Mayo. Ist das alles von uns, ja, ne? Ja. Oh, weia. Da habe ich auch ganz schön viel bestellt. Also oh, zu größter Not könnten Sie nochmal am Pedinen halt machen, gleich. Ja. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob das halt in meinen Vertrag reinpasst, was da übrig ist, aber gucken wir mal, warte. Ja, ist kein Problem, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Ich habe schon wieder voll verpennt, wie viel ich wirklich bestelle. Ich wollte eigentlich nur die Lager füllen, aber dann PD war natürlich auch... Okay, das ist voll, dann 30 mal, nee, 60 mal Bratwurst. Post-it. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, wir kaufen in den letzten Wochen nur die ganze Zeit nur noch ein und lagern. Und dann ist plötzlich wieder leer. Ich meine, das ist ja genau das Gute daran. Ne? Je öfter man einkauft, desto besser läuft der Laden ja am Ende. Also, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit nur einkauft und nichts verkauft. Das ist eigentlich ein blöde... Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, dreimal. Da muss ich mal gucken. Du kriegst halt das Verkaufen nicht mehr so mit. Ja, ist halt wahr, ne? Aber es ist plötzlich... Ach, scheiße, ein zu wenig. Okay. So, einmal Wurst noch. Irgendwas hat hier... Zucker. Zweimal Zucker. Okay. Einmal Wurst, zweimal Zucker und dann gucken wir mal, was ich noch bestellt habe, was wir noch einlagern können. So, ja gut, die Limo muss rüber. Nee, die muss auch rüber. Zweimal Zucker. Ansonsten... Notfall-Cola. Scheiße, das ist so viel, was ich fürs PD bestellt habe. Das hätten wir andersrum machen müssen. Fuck, ey, da tut mir jetzt richtig leid für den Kerl. Der hat da jetzt mit... Hä, hab ich... Wo... Ach, ich hab die... Die Wurst habe ich noch gar nicht reingebracht. Gut, die Müdigkeit kickt gerade ein bisschen, glaube ich. So. Okay, die Lager wieder voll, ne? Ja. Ja. Okay, sie müssen, glaube ich, nochmal mich zu PD. Ja, gut, machen wir. Da kriegen sie aber was Leckeres zu essen gleich umsonst von mir. Ja, alles gut, kein Stress. Deswegen, da tut mir wirklich leid. Ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert. Hätten wir doch lieber umgekehrt gemacht, ne? Das wäre dann besser gewesen, aber
Da habe ich jetzt auf die Schnelle nicht dran gedacht, wie viel ich bestellt hat. Der tut mir leid. Ja, kein Problem, das passt schon. Wunderbar. So halt. Alles klar. Gut, dann fahre ich rüber und dann packe ich davor, ja? Genau, genau. Gucken, wie es da wird, ne? Ich meistens immer Autos, ne? Ja, aber, ja, also normalerweise können sie da unten, wenn sie bergauf fahren, an dem Burgerladen bergauf, ne, da quasi, wo PD anfängt an der Stelle, ne, hinter der Einfahrt können sie sich eigentlich normalerweise immer hinstellen, ne? Aber guck, ich kann mal einmal kurz vorfahren, dann gucke ich mal, wo wir uns da hinstellen können, dann sage ich ihm Bescheid, ne? Gut, perfekt. Alles klar, bis gleich dann, danke. Ja, das war ja wirklich jetzt, das war ja total dämlich von mir. Farshad, vielen Dank für deine Donation und Torrant und Adam, ich danke euch für eure Subskribierungen. Vielen, vielen Dank. Jetzt fällt... Ich hab mich jetzt extra beeilt. Der hätte doch ruhig machen können. Oh, Junge. Das nenne ich mal Skill. Stoppschild nur ganz knapp verfehlt. Das Stoppschild hätte er sich echt sparen können, ne? Was war das? Was? Alter, hab ich mich erschrocken. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Da ist ein Reifen geplatzt, hör mal. Ich dachte, hier ist eine Bombe hochgegangen. Leck mich am Arsch. Was haben Sie für ein Pech heute? Ach du heilige Scheiße. Ey, das tut mir jetzt wirklich leid. Alles gut, warte mal. Ach Gottes Willen. Oh nee, ist keiner mehr da, ey. Dimitri, komm. Ja. Oh mein Gott. Muss da irgendwie rauskommen. Oh Gott. Da liegt Motorrad auf dem Boden. Ach du Scheiße. Meine schöne Wurst. Ja gut, okay, pass auf, dann machen wir das anders. Alter, aber mach jetzt mal ohne Scheiß. Holy shit, dass das klappt. Holy shit, dass einfach mal so ein Reifen platzt. So, wie bitte? Sie haben jetzt keine Möglichkeit, mich mitzunehmen, oder? Nee, aber ich mach mal folgendes. Passen Sie auf, ich mach den Truck voll. Und dann fahr ich mal zum PD und dann... Ja. Dimitri? Ist es so... Ach du Scheiße. Ja, das Motorrad ist explodiert. Heilige Scheiße, Leute. Das Motorrad, worüber er gefahren ist explodiert. Und dadurch ist der Reifen kaputt gegangen. Weiß Auto liegt da auch toll, ja.
Bei den Lagern, ja, ja, ungefähr. Bei den Lagern. Na, und alles okay bei euch hier? Ja. Hat euch verloren? Ja, der große Lieferwagen ist über Motorrad, dann ist halt explodiert und dann ist dann der Reifen kaputt gegangen und ich glaube, die Kiste als solches ist auch kaputt, ne? Oh Gott. Aber euch geht's gut, oder? Ja, euch geht's gut, dankeschön, dankeschön. Alles super. Ach du Heilige. Ja, gut. Habt ihr schon angerufen, ne? Hab ich gehört. Haben Sie jemanden erreicht? Ja. Oh, Gott sei Dank. Also, der andere Fahrer kommt jetzt, übernimmt das. Ist wahrscheinlich. Okay, dann soll ich den nämlich schon mal hier ein bisschen umladen? Ja. Dann machen Sie mal kurz auf, dann hauen wir mal einmal. Da einmal. Ach, guck, ach mal. Scheiße, ja. Was ist denn hier los, ey? Hallöchen, Helmut. Was machst du denn für ein Chaos ist, bist du nicht fern, oder was, ey? Ey, hör mal, ey. Warte, ist denn alles gut bei euch? Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Da hat nämlich gerade eine ganz schöne Explosion hier gegeben, du. Okay. Ja. Okay. Ich war gerade bei dir und dann hier sagte dein Mitarbeiter, du bist gerade kurz bei Cypress eine Bestellung annehmen, aber das halt wieder so aussieht. Ja, das hätte ich auch nicht erwartet am Ende, ne? Naja. Aber fährt die Kiste denn überhaupt noch da? Ihr LKW, der kraucht da, ne? Ja, der raucht bis jetzt. Ach du Heilige. Da fahre ich nirgends mehr. Da trittst du einmal gegen, dann ist die nächste Explosion hier immer. Ich sag's euch, ey. Ach du Scheiße. Die Frage Cypress ist, was macht immer ein Rätsel, ehrlich. So, ihr kommt klar? Ja. Brauchst du noch Hilfe? Nee, danke Ihnen. Ja gut, wenn wir schauen sollten. Ja, danke schön, ey. Da sind genug starke Leute, die helfen können. Ja, dann würde ich einmal umladen, würde ich sagen, ne? Scheiße. Shit, ey. Ach Gottes Willen. Bist du mit dem Auto hier, Knussi? Ja, mein Foodtruck steht dahinter, ne? Ich habe das aus der Ferne nur gehört und bin dann mal schnell hier hin. Ich dachte dem guten Herrn ist was passiert, aber das Motorrad hat so laut geknallt, da, und dann ist sie. Dann hat das so ein bisschen. Ach, da ist ein Sinn. Das heißt, du bist über das Moped hier ömmelt und dann hat es Peng gemacht und fertig. Ja. Mal einen kleinen Stunt ausprobiert, ne? Naja. Gut. Helmut, war mir eine Freude, ne? Ich dachte schon, du möchtest nicht mehr mit mir reden. Ich hab dich schon ein paar Mal angerufen, aber du hast mich auch angerufen, ne? Ja, das Problem ist, wenn ich dich dann zurückrufe, dann ist es immer vorbei. Und ich spreche dann immer mit Kate und die sagt, dass wir uns irgendwie immer um 2 Minuten oder was verpassen. Ja, scheiße. Bescheuert, ey. Ja, sollen wir Freitag mal wieder losdüsen, oder? Freitag. Ich guck mal kurz in meinen Kalender. Mach mal. Ob ich Freitag was frei hab. Oh. Dann kann ich dir das genau sagen. Ja gut, das heißt wohl nein, alles klar. Ja, meinen Sie dann mal die Kiste auf, dann, bevor ich jetzt noch überfahren werde, oder was? Meine Herren. Okay, passt, Freitag geht klar. Ich wollte auch gerade Ich wollte gerade sagen, du hast wohl vergessen, ne? Du bist aber weggefahren. Ja, das war der Witz an der Sache, Klosi. Ach so, ja gut, okay. Also machen wir, dann sehen wir uns Freitag, ne? Ich glaub's nicht. Ja, dann sehen wir uns Freitag aber. Ja, dann, Wenn nichts dazwischen kommt, ne? Aber dürfte ja nicht. Nee, oder das sollte klappen. Oder ist irgendwas Besonderes? Kommt da irgendeine Doku oder so, die man unbedingt gucken muss? Nee. Ich wüsste jetzt nicht. Aber du bist ja eher so der Doku-Gucker hier von uns, ne? Mit deinen Kriegsdokus da immer. Das stimmt, ja. Ja gut, alles klar. Ja gut, nee, alles klar. Dann lassen wir das im Kopf. Aber, alles gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, ne? Ja, aber nee, warte mal. Meldest du dich nochmal, wenn du wieder in eine Kartell bist, in eine Wurstkartell, dann komme ich nochmal eine Pommes Körper. Ach so, ja, kann ich machen. Kein Problem, super, ne? Dann bis nachher. Bis dann. Tschüss, Gis. Tschüss. Abend. Hallo, ja, ich würde mal sagen, das ist ausgebrannt, oder? Ja, da trifft dich ganz gut, ne? Ausgebrannt. Kann die Kiste denn überhaupt jetzt noch bis zum PD oder wollen sie immer eine Seite fahren und ich fahre mit dem Druck immer hin und her und bringe die Sachen dann quasi. Welche Kiste? Also hier der Container, Ich hab neun Container gebracht. Ja, aber der Reifen von dem Wagen ist doch auch geplatzt hier. Ah, von dem Container? Ja. Und vorne, da die andere Kiste ist halt am Rauchen, ne? Welche Reifen? Jetzt, also bei. Oder war das Ansichtssache? Ah, nee. Oder, das war hier von den. Ach, dort, das war von dem Auto, Entschuldigung. Das war vom. Ja, ich dachte, das wird zu dem Container gehen. Der Container kann weg. Okay, ich gut. Alles klar. Na, Wind. Ich hoffe. Ich habe gerade einen neuen LKW gebracht, weil hier das Motorrad stand und haben wir vom LKW aus nicht gesehen. Und ja, Sie sehen das Motorrad. Ja, das ist richtig. Ist der LKW. Die Zugmaschine ist intakt.
Okay. Und das Motorrad stand einfach so hier ohne irgendwen in der Nähe, ohne Halter. Mitten auf der Straße. Alles klar. Haben Sie schon mal geguckt, ob Sie da noch ein Kennzeichen oder sowas erkennen können? Ja, das sieht mir auch ganz anders aus, ja. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Besitzer von dem Motorrad das noch haben möchte. Das wage ich auch zu bezweifeln. Also wenn mein Motorrad so aussehen würde, würde ich es auch nicht mehr haben wollen. Ja, ein bisschen verkohlt, ne? Aber zu lange im Ofen. Ja, ja. Ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich rufe jetzt Mechaniker an, dass der da hier unseren LKW repariert. Aber ansonsten Ihnen geht's allen soweit gut, ja? Ja. Knussmann, Sie sind einfach nur mit dem Wagen hier gerade. Naja, das ist quasi meine Lieferung da drin. Wir waren gerade an meinem Lager und wir wollten dann zum PD fahren. Und ich bin dann quasi einen anderen Weg gefahren und ich aus der Weite nur so eine laute Explosion. Ich hab mich erschrocken wie Sau, ne? Und da bin ich mal schnell hingefahren, um zu gucken, ob alles okay ist, ne? Und dann, ja, dann war da der Wagen dahin am Rauchen und das Motorrad hier am Kohlen. Ja. 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 Okay, gut. Ich hab Glück gehabt, dass ich nicht explodiert bin. Ja, Gott sei Dank, Mensch. Das wäre jetzt aber auch, was so kleine Dinge da so für eine Explosion hervorrufen kann. Da bin ich aber jetzt auch ein bisschen erschrocken. Ja, gut, dass keiner verletzt wurde, das ist ja die Hauptsache, das ist wirklich die Hauptsache. Und dass Anne Würske nichts ist, ne? Ja, ne, nein, mein Spaß. Ich hab geschaut gehabt, das ist alles in Ordnung. Gut, ach Quatsch, na, ach, selbst wenn, mein Gott, dann ist das so. Naja, Hauptsache, Ihnen ist nichts passiert, das mal. Ja, das ist die Hauptsache, genau. Zum Glück. Gut, Kennzeichen kann man leider nichts erkennen, halt. Gerade geschaut. Keine Chance. Ist aber ein interessanter Parkplatz hier so auf der Straße, ne? Ja, gut. Manche haben halt interessante Ideen. Das ist wahr. Na gut. Also, der ist jetzt wieder fahrbar, der Wagen, ne? Das heißt, ich muss jetzt nicht umladen, alles? Ne. Okay, wunderbar. Das wird jetzt gleich Dimitri für Sie übernehmen. Sehr gut. Ja, meinen Sie mal einen ruhigen, ne? Das ist ja wohl ein kleiner Schock jetzt gewesen, ne? Ja. Also. Tja. Mal schauen. Wie es wird gleich. Ja, gut, alles klar. Hauptsache ist, dass niemandem was passiert ist. Ja, dann ist so. Alles gut. Gut, dann brauchen Sie von mir nichts mehr, ne? Also meinen Sie uns jetzt als Polizei oder was? Genau. Weil dann würde ich nämlich jetzt schon mal vorfahren und dann gucke ich mal, dass wir dann einen Parkplatz finden, wo keine Motorräder liegen am PD, ne? Da stehen nur Motorräder, die bitte ganz lassen von uns, danke. Ja, ich kann Ihnen leider nichts versprechen. Nee, meine Lieferung, die ist sehr heiß. Das ist eine sehr heiß begehrte Lieferung. Okay. Da wird gleich abgeschleppt dann nachher, der LKW. Okay. Perfekt. So. Ach, habt ihr das FD schon angerufen, dass sie da mal bei gucken? Oder? Nee. Oh ja, das macht das Sicherheitsmal. Ruft die mal bitte an, dass sie mal drüber gucken, bevor da was brennt. Was gab in die 912 oder was? 912, genau. Ja. Deshalb. Immer sicherheitshalber FD anrufen, die gucken sich das an. Ja, komm, mach ich Leitstelle von Cypress, das sieht dann ein bisschen wichtiger aus. Alles klar. Gut. Ja. So, wir müssten dann auch weiter. Wir müssen weiter, genau. Ja. Hier ist ja alles Gott sei Dank in Ordnung. Hier können wir ja im Grunde auch nicht mehr viel machen. Genau. Ne, eben. Alles klar. Gut, super. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Spannenden Abend noch. Ciao, auch so, danke. Tschüss. Ja. War es jetzt nicht schön, ne? Wie bitte? Das war jetzt natürlich nicht schön. Ne, für Sie ganz besonders nicht. Haben Sie das nicht gesehen am Motorrad? Oder war das wieder Ansichtssache? Nee. Eine Ansichtssache, ja, glaube ich. Ach, scheiße. Ja. Naja. Hauptsache nur materiellen Schaden, hey, wie gesagt. Ja. Hätte auch anders ausgehen können, ne? Gerade so, wie die Kiste da hinten raucht. Da können wir meine Würstchen schon vorgaren. Da, ich soll. Ja. Gut, soll ich dann schon mal. Ach so, das macht dann der Kollege, ne? Dann fahre ich schon mal vor mit dem. Ja, genau, fahren Sie vor und dann gucken Sie. Und such da schon mal eine Stelle, wo wir am besten uns hinstellen, ne? Alles klar. Ja, gut. Dann Ihnen alles Gute und passen Sie auf sich auf, ne? Ja, werde ich. Bis gleich nochmal. Bis gleich. Ja. So. So, ja, Ahmed, muss das jetzt weggebracht werden? Da ist noch Zeug drin, oder? Ja, das muss jetzt zum PD nochmal. Okay, dann mach das, bring das zum PD, FD kommt gleich, ich klär das mit denen und dann holst du mich hier ab. Okay. Oder so, ja. Alles klar. Dann fahr ich schon mal vor, bis später, dankeschön. Alles gut? Warum riecht das hier so nach... Du hast Plätzchen gebacken? Ich hab mit denen mitgebacken. Die haben mich damit angesteckt. Aber warum hast du denn nicht mit dem Knussmann Explosionen, konstruiert hier. Dann werden jetzt unser Wohnzimmer wahrscheinlich am Brennen. Nein. Also, du guckst mir gar nicht zu beim Streamen. Ich stream doch nur für dich, das weißt du doch ganz genau. Mann, ich hab dir Plätzchen gebacken.
Ich weiß. Leute. Das muss ich jetzt mal gerade ganz okay, kurz zeigen. Ich echt süß gemacht. Pass auf, das ist Schoki. Ja, warte, da stelle ich sogar die Kamera für scharf. Guckt euch an. Ich meine, er hat ein bisschen graue Haut, ne? Das liegt aber an dem Greenscreen. Das ist eigentlich, der Keks ist eigentlich nicht grau. Der ist gelb, so gelblich. Ich hab Keksfarbe. Einfach nochmal in den Ofen geworfen. Und ein Tannenbaum und ein Herz hier mit Schoki. Die fasse ich jetzt aber nicht an, sonst habe ich nämlich gleich überall Schoki. Ja, aber die sind für dich. Dankeschön. Die zweite Ladung ist mir ein bisschen angebrannt. Ja, dann mag ich die doch sogar noch lieber. Ja, deswegen hast du ein ganzes Blech. Geil, Alter, geiles Blech. Oh, ich bin unscharf. Übrigens, ne? Ich habe die Story mit Julian und der PlayStation 5 erzählt. Jetzt haben die einfach 300 Euro gespendet. Alter, seid ihr bescheuert? Ja, ich. Das ich verstehe das so oder so gar nicht. Also, ja. Was überhaupt PlayStation 5 angeht. Weil ich meine, im Endeffekt ist es ja okay, aber. Alter, was ist das? Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass hier nicht der nächste Unfall noch passiert hier. Ja, ich habe auch gesagt, dass ich da jetzt eigentlich kein Problem mit habe, aber gut. Das, Marcel ist voller Schoki. Stimmt, nicht so die beste Sache zu sagen, wenn dein Mutter so heißt. Oh ja. Jetzt muss ich auch. Ja, ich danke dir für die Plätzchen. Ich werde hier aber nach dem Stream erst essen, sonst habe ich hier Plätzchen. Ich warte noch mit ein paar mit spazieren, wenn du möchtest. Ja, ich bin jetzt. Mitmachen, oh Gott, da muss ich gleich noch. Oh Gott, ich bin aber ganz müde. Nein, alles gut, die können ja so lange abkühlen. Okay. Ja, gut. Das meinte ich zwar jetzt nicht, aber ist auch egal. Okay. Meine Herren, ey. Ja, das ist das, was ich mit Aufregung meinte. So, der gewisse Etwas hat einfach gefehlt. Und jetzt haben wir doch mal endlich wieder was erlebt hier. Guck mal. Also jetzt setzt sich Knussmann wahrscheinlich nie wieder auf ein Motorrad. Nie wieder. Also sowieso schon nicht sehr gerne, aber jetzt erst recht nicht, ey. Die Kiste ist einfach komplett hochgegangen. Wie eine Bombe. Junge, wenn das mit beim Truck passiert oder mit dem Auto, der Fahrer wäre tot. So, da kannst du halt im RP auch nicht mehr viel ausspielen, weil bei der Explosion mittendrin zu sein im Geschehen. So, hier kann er sich doch gleich hinstellen. Ach, guck mal. Ach, der ist schon. Scheiße, der ist schon da. Ist aber auch ja ein Gewusel heute, ne? Lecko funny. Hast du geschaut, ob es den Würstchen im Container gut geht? Hat er ja gemacht, hat er gerade gesagt. Puh. So, geschafft. Sie war ja doch schneller als ich. Ja, hier ist perfekt gewesen, ne? Also hier soll es. Ja. Sein, ne? Das, ja. So, ach, das sollte gehen. So, dann schnappe ich mir gleich meine Mitarbeiter. Dann nehme ich mir hier schon mal das ganze Wasser oder einen Teil von dem Wasser mit hoch und dann. Okay. So, dann überlegen Sie schon mal, was Sie essen wollen. Dann mache ich ihn gleich noch fertig, ne? Wenn es ein Bug war, wird es aber zurückgesetzt. Ja gut, das ist ein Bug, den musst du jetzt ausspielen. Das war eine Explosion, wo wirklich sehr viel beschädigt wurde. Ist halt nicht nur eine Macke oder irgendwie. Das bleibt jetzt nicht aus, aber was willst du machen? Also ist meine Meinung dahinter, ne? So. Jungs, könnt ihr einmal gleich mithelfen? Ja, wir kommen gleich runter. Danke. Denn? Ja, ich hab. Was ist denn hier? Bohne, Kohlrabi? Was ist das denn hier alles? Kohlrabi. Was sind das für Sachen hier im Lager? Chinakohl, Spargel? Kann das sein, dass das vom Daniels ist, was du da bestellt hast? Meinst du vom Klee? Ist das vom Bauern oder was? Also, ich habe das auf keinen Fall bestellt, weil da können wir überhaupt nichts mit anfangen. Aber dann packe ich das mal schnell in meinem.
Okay, also unten steht ein großer Lieferwagen. Ich kann gleich eine Geschichte erzählen, das glaubst du mir eh nicht. Aber ja, ich habe gerade fette Explosionen gehabt mit meine Herren, aber Fakt ist auf jeden Fall, unten steht der Wagen von Cypress, der müsste einmal ausgeladen werden. Ich räume mal hier ein bisschen um gerade. Was ist das? Zucchini oder sind das die Sachen? Ach, das können nur die Sachen von Alice Storage sein, ne? Da können wir ja gar nichts mit anfangen, Alter. Oh mein Gott, okay. Na egal, ich pack das mal so lange in den Spind rein. Also das kann ich besser dem Juri mitgeben für wie heißt das hier? Genkis. Das können die wahrscheinlich besser gebrauchen als wir. So. Aber ich meine, wenn jemand gestorben wäre durch den Bug. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre ein Präzedenzfall. Weil wie oft stirbt man schon durch einen, also... Ist da noch viel? Ja. das ist alles total das Chaos hier heute immer. Ich dachte, du hast was vom Lieferwagen mitgenommen. Ich habe mehr bestellt, als ich überhaupt tragen kann. Und dann habe ich gesagt, der Herr soll einmal mitfahren und dann ging das Chaos los vorhin hier. Guten Abend. Abend. So, ich schnapp mir die Limo. Ah ne, warte, das Wasser. Ich mach das Wasser für dich da. Ist alles für uns, ne? Ja, ist alles für uns. Gut. Deswegen war doch ein bisschen mehr, was ich da bestellt hatte. Ja. Ja, dieser Rotation-Bug ist halt grausam. Alleine die Geschichte mit dem Auto kotzt mich gerade so hart an, ne? Möchtest du die Gemüsebrühe hier im Regal oder im Kühlschrank? Rechts müsste auch noch welche sein, kannst du da dabei packen, ne? Ja. Entschuldigung, ich war gerade total in Gedanken. Ey, rechts, rechts hat Regal, ist schon Gemüsebrühe drin, ne? Entschuldigung. Alles klar, gut. Ich war nicht in Gedanken, ich habe vergessen mich zu entmuten, aber es ist egal, es ist wie es ist, ne? Laut Old V sind die dabei, einen Fix für den Rotation-Bug zu testen und ihn bald auszurollen. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass diese ganze RP-Plugin-Geschichte ordentlich kompliziert ist. Programmiertechnisch. Und ich meine jetzt damit Old V und, also ich meine, klar, Lucky 5 auch, aber Old V, auf dem das Ganze basiert, ist ja schon... Moin. Ist ja schon eine... Das ganze Spiel wird ja durch einen Krempel gekrempelt. So. Limo. Das sind aber noch ein paar Gänge hier immer. Ja, der Knusper, der muss gleich nochmal eine rauchen. Ich bin gespannt. Ja. Dankeschön, ne? Kein Problem. Also wenn die einen Rotation-Bug echt rauskriegen, Respekt. Heftig. Das wär wirklich krass. Weil das ist eigentlich, ich weiß nicht, zählt zu dem Rotation-Bug auch die diese Teleport-Geschichte, dass die Autos plötzlich wieder zu Hause landen oder so? Weil wenn sie das alles wegkriegen, ich glaube dann... Puh, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube dann... ist soweit an extremen Bugs alles behoben, oder? Zumindest das, was wir jetzt an Bugs schon bemerkt haben. Ich weiß nicht. Ich will, keine Ahnung. Also, geil wär's. Mich würde auch mal interessieren, bringt... Ah ja, klar. Also Rockstar bringt ja immer noch Updates für GTA 5 raus, ne? Das ist schon so krass.
Reifen nehmen. Achtung, Überholung. Oder Jens, der trägt das aber wie ein junger Gott, ne? Schön Sixpack auf den Arm und los geht's. Ring, ding, 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 ding. Ja, jetzt wünschte ich einfach gerade, dass Knussmann wüsste, dass es Rucksäcke gibt. Jetzt wünschte ich mir das einfach. Stell euch mal vor, wie einfach das wäre. Aber mich hat da immer noch keiner drauf angesprochen. Gut, gut, gut. So. Ne, hast du zugemacht? Nee. Jetzt geht. Ah, was denn jetzt? So viel zum Thema Bug, ne? So. Zack und zack. Und zack und zack und zack. Ich kann, also ganz ehrlich, die ist doch, also so eine große Lieferung habe ich gefühlt noch nie gekriegt. Was habe ich denn da alles bestellt, Alter? Habe ich mich vertippt? Wobei Getränke, ja gut, Getränke haben wir ja fast keine mehr gehabt. Ne, das wirkt wahrscheinlich jetzt nur wegen den Getränken so viel. Aber dann sind die Lager wieder gefüllt bis oben hin. Schön. Hat Knussi nicht gerade erst Kate mit einem Rucksack gesehen oder verwechsel ich das? Hatte Kate gerade auch einen. Was? Kate hat einen Rucksack, aber habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Aber wenn ich da schon nicht drauf achte, dann wird Dirk erst recht nicht darauf achten. So, einmal. Zweimal. Ach, war schon alles weg hier, okay. Käse, Käse. Vor allem mal die BMX und Motorräder werden von der Straße entfernt. Das finde ich das Nervigste. Ja, das ist wirklich krass. Also neben der Tatsache, dass mein Auto ständig irgendwo verschwunden ist, ist das wirklich krass, dass man hier wirklich Slalom fahren muss, weil die Motorräder und BMX und teilweise auch Autos einfach auf der Straße liegen oder stehen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem, sorry. So. Hat der Jens da gerade geraucht? Junge. Da habe ich mir aber auch verzählt hier, ne? Hä, warum habe ich denn... Ach, ist doch egal, komm. Käse kommt drüben rein. Na, jetzt wird's knifflig. Ich glaube, ich habe nämlich ein bisschen über die Stränge geschürft. Okay, dann nehme ich die Pfanne raus so lange. Topf oder Pfanne? Lass mich mal kurz gucken. Pfanne, 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 Topf, Pfanne, Topf. Okay, ich brauche nur für den Möhren einen Topf und für die Currysoße einen Topf. Dann tue ich die Pfanne raus. Aber hier ist jetzt kein Platz, ne? Ja, komm, ich esse die Avocado. Keine Ahnung. Auch keine Sau. Okay. Kommen wir euch wieder ran. Anhem und du seid... Ich weiß nicht, merkt Jens gar nicht, dass er die ganze Zeit trinkt?
bin mir nicht sicher. Zwei verschiedene Filme. Ja, genau. Ach, nee, da ist noch Scheiße. So. Dahin kommt der Kollege und dann ist leer, ne? Perfekt. Wollen Sie noch mal zur Essen mitnehmen? Ich komme irgendeinen Tag mal wieder vorbei. Das Ding ist halt, der Dimitri, der wartet da schon und der wollte schon längst schlafen gehen. Ja gut, oder so, ne? Dann machen wir das so. Alles klar. Dann, ich danke Ihnen, ne? Und erholen Sie sich gut von dem Chef. Schock ja, davon, danke, ne? Danke, ja. So. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Hast du alles, Juri? Ja, ich weiß nicht, ist schon leer? Ne, da ist noch ein bisschen ja. Hack drin, ne? Ach. Ja, ja, ja. Ja, Dimitri. So, so. Die haben gerade geleert. Und dann haben wir, ne? Ja. Brauchen wir noch einen Post-it? Nee, ich glaube nicht. Alles okay. Klar. Schönen Abend, ne? Dankeschön. Ja, kein Problem. Tschüss, geht's. Wer hat jetzt einen Akt, ey? Ist die Flasche nicht eigentlich langsam mal leer, Jens? Flaschen? Ja. Welche Flaschen? Die du in der Hand hast. Flasche? Ja, du trinkst da so die ganze Zeit. Ja, jetzt ist... Okay. Achso, und ist leer, ne? Komm. Uiuiui. So. Gott, Gott, Gott. So, passt das noch? Ich. Ja, wir müssen noch ein bisschen umdisponieren hier. Ja. Ja, ich habe gerade auch schon mal den Topf rübergebracht in mein Spind. Erstmal. So, jetzt erzähl mal, was für eine Explosion? Ach so, ja, ja. Also Explosion. Folgendes. Ich stand mit dem am Lager, ne? Mhm. Und ja, dann ist mir aufgefallen, dass das bescheuert war, den zum Lager zu holen, weil ich gar nicht so viel Platz habe im Druck, wie er da quasi mitgebracht hat. Dann habe ich gesagt, gut, dann fahren wir nochmal zum PD, wenn das okay ist, und dann treffen wir uns da, also alles klar, ne? Dann sind wir halt beide losgefahren, er ist halt einen anderen Weg gefahren als ich und ich fahre so und auf einmal höre ich einen Knall, Freunde, das habe ich, so was Lautes habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gehört, das, wie Silvester, ne? Ich dachte, da ist eine Bombe hochgegangen oder was, ne? Na, da bin ich dann schnell zu ihm hingefahren, um zu gucken, ob alles okay ist, und dann stand er da. Der Vorderteil von seinem Truck ist am Rauchen gewesen, dann Reifen aufgeplatzt und ein verkohltes Motorrad, ne? Und dann hatte der da wohl irgendwie ein Motorrad liegen auf der Straße, da ist er wohl drüber geballert und dann ist das Motorrad explodiert, ne? Und dann ist er fast gestorben, ey. Habe echt einen Herzinfarkt gekriegt in dem Moment, ne? Ja, dann, nicht nur du. Ich glaube, er auch. Ja, er gerade. Wenn ich das aus der Ferne schon so laut gehört habe, will ich gar nicht wissen, wie laut das war, als er da in dem Ding gesessen hat, ne? Aber naja. Oh, ist ja auch gewaltig geromst haben. Ja, also das sag ich dir, du. Das sag ich dir. Naja, ist ja überall ist Gott sei Dank gut gegangen, außer der Sachschaden ist das ja alles tutti gut, ja, sag ich mal. Solange niemand zu Schaden gekommen ist, das dann ist ja. So ist das. Also schon dir wäre was passiert. Ne? Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Und ihm auch nicht. So, warte mal, jetzt muss ich mal eben hier unten packen, wo das Hack dann noch hin. So. Ja, die Captain Köstlich Donuts, die verkaufen sich echt auch wie. Scheiße, weiß ich nicht. Ne? Ja, das läuft leider gar nicht. Ich meine, gut, die gehen dann Oliver in Laden und holen sich die, ne? Da rechnet auch keiner mit, dass wir die hier haben. Mal gucken, was können wir denn hier noch tauschen? Haben wir doch der Queenie Mac Dödel geben. Ach Quatsch, die kriegt ja schon. Der hat ein ganzes Regal bei der Dame, ne? Der hat da quasi ein ganzes Regal für sich alleine bei der Dame mit seinen ganzen Produkten. Ist ja okay, er hat ja auch gar kein Ladenlokal, ne? Der verkauft halt ja alles aus dem Kofferraum, ne? So. Gut, dann bringen wir ihm das Schneidebrett nochmal weg, das brauchen wir auch nicht gerade. Oh, hallo! Huch! Was machst du denn hier? Ich habe nur kurz was in mein Schließfach gelegt. Hast du überlebt? Wir haben überlebt, ja. Das hat Spaß gemacht? Ja, es ist schön. Das ist, macht wirklich viel Spaß. Wunderbar. Es gibt ja diese Rampen neben dem Pier, da kann man so ein bisschen drüber springen, das ist schon lustig. Ja, klasse. Mhm. Ja, schön. Ja, vielleicht können wir dann demnächst ja das wenn wir da unseren Laden haben. Nee, dann machen wir das als zum Ausliefern. Nehmen wir dann Jetski. Ist ja direkt am Wasser. Ja, genau.
Das ist eine gute Idee für den Sommer. Genau, wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend noch, ne? Ja, danke dir. Alles klar. Dünn. Dann morgen bin ich nicht da, weiß ja, ne? Ich bin ja heute nur da, weil ich gestern nicht da war. Deswegen ja. bis Freitag, würde ich sagen. Bis Freitag. Ja, Freitag bin ich nicht da, dann wahrscheinlich am Samstag zum Rennen. Ja, gut, dann bereite dich noch mal ein bisschen vor oder so, ne? Ja, dann fahr noch mal ein paar Kreise. Machen wir. Alles klar. Gut, dann schönen Abend. Bis denn. Tschö. Ach so, warte mal. Ja? Oh, ach, da bist du. Oh Gott, der Schrock. Sag mal, was ist denn das für ein Gemüse, was da in dem Regal lag, mit China-Kohle und den ganzen Sachen? Der Daniels hat uns einen Rucksack vorbeigebracht. Die können zurzeit nicht kochen in ihrer neuen Wohnung. Und die wollten halt nicht, dass es vergammelt. Da waren Butter, Lauch und Kartoffeln drin. Das habe ich schon einsortiert. Und das restliche Gemüse ist übrig, aber ich glaube, das können wir alles nicht verwerten. Ne? Da haben wir keine Rezepte. Da können wir nichts mit anfangen. Ich kann aber den Juri gleich mal fragen, ob die beim Genkis was brauchen. Ne? Ja, genau. Dann kann der das so. Mitnehmen. Ansonsten würde ich einfach beim nächsten Mal auf dem Heimweg alles mitnehmen und der Kirche geben. Oder so, genau. Alles klar. Ja. Gut, dann frage ich den Juri mal. Dann schönen Abend. Danke dir. Okay, tschö. Ja, ich bringe mal hier raus. Mhm. Hallo. Na? Oh, jetzt haut er wieder ab. Bleiben Sie stehen. Ach, was denn? Rennst du hin? Ich wollte Zigaretten für Lilly holen. Ganz kurz. Ja? Pass auf, wir haben hier ein paar Gemüsesachen. Komm mal einmal mit zu meinem Spind. Die haben wir vom Daniels gekriegt, bevor die schlecht werden. Aber wir können da nichts mit anfangen. Kann der Genkis vielleicht was damit anfangen hier? Kohlrabi, Aubergine, Bohne, Chinakohl, Spargel und Zucchini. Chinakohl und Bohnen auf jeden Fall, ja. Okay, du willst die dann mitnehmen nachher? Kann ich machen, ja. Okay, dann kann ich den vorbeibringen, wenn er da ist. Okay, dann kannst du ihm das geben. Das ist vom Herrn Daniels, ne? Der hatte das die ganze Zeit im Kühlschrank und das liegt jetzt hier bei uns. Und wir können da halt nichts mehr machen, ne? Deswegen ist das Blödsinn. Bevor wir das jetzt wegschmeißen, wäre auch zu schade eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Okay, soll ich dir die Sachen eben schon mal in die Hand drücken? Ja, mach mal dann. Okay, also was kannst du benutzen? Chinakohl und Bohnen. Also Kohlrabi, Aubergine, Spargel und Zucchini nicht. Nee. Okay, na gut, immerhin, dann haben wir schon mal. Ja. So, einmal, zweimal und dreimal. Bitte schön. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich das hier auch nicht im Spind rumliegen und dann würde ich sagen, schmeiße ich den Rest einfach nachher weg. Weil das ist ja, das weiß ich nicht. Das sind auch nur so kleine Mengen, ne, das ist ja dann, das ist dann auch nicht wert am Ende. Ja, das stimmt. Okay. Gut. So, Zigaretten. Ja, sind links drin, ne? Ja. Jetzt gucke ich einmal die. Das ist erstmal, dass ich Zigaretten verkaufe. Ja, ja, die Lilly weiß ja auch, ob wir die haben, ne? Ja. Das, So. Die Lilly einen Sonderrabatt? Oder? Ja, machst du für ein EK. Ich musst du mal eben in. Was ist denn ein EK? Warte, ich kann kurz nachgucken. Zieger. Wo ist es? Da. $6. $6? Okay, alles ja, ich klar. Müsste auch noch aktuell. Ich gucke nochmal nach, aber das. Ja, sonst gebe ich das für $6. Mhm. Brauchst du noch nicht in eine Kasse eintragen, ne? Alles klar. So. So, hat das mit den Dingens alles geklappt mit der Lieferung? Dem Dingens hat alles geklappt, ja. Spitze. Kann ich denen gleich auch die Rechnung schicken? Dem Bummens auch, ja. Dem Dingens und den Bummens sogar. Hm? Das ist ja eine Wucht, du immer. Ja, das sag ich dir so, wie es ist, Doki. Du bist einfach auch knallhart, ne? Einfach ehrlich. Einfach knallhart ehrlich, bist du. Ja, sagst du immer, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist ja Spitzen, Mann, nur. Ich mach gleich nochmal ein bisschen Möhreneintopf fertig, ne, damit da was hab, wenn ich morgen nicht da bin. Ja, wann haben wir uns eigentlich mal das letzte Mal nicht über das Geschäft unterhalten, Dirk?
Ich glaube, als du mir von deinem Axtmord erzählt hast, oder was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Du hast irgendwie irgendwas. An meinem Axtmord? Oder Entführung oder irgendwas Schlimmes war das. Ach so, ja, das ist ein schönes. Schön, dass das letzte Thema war, worüber wir uns unterhalten haben. Ja, also wir haben spitzen Themen, ne? Also ich weiß nicht, du traust mir ja nicht zu, dass du mir was über deine Vergangenheit erzählst, ne? Deswegen über mich weißt du soweit alles, glaube ich. Und ansonsten den Alltag, den kennst du ja hier. Ja, ich glaube auch, wenn ich dich nach dem Alltag oder wenn ich dich nach den letzten 5 Monaten fragen würde, wirst du mir wahrscheinlich genau dasselbe sagen, was ich hier gerade erlebe, Dirk. Also. Was denn? Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht, würde ich dazu sagen. Ja, dann weiß ich das auch nicht. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, was du dazu sagen wirst, aber ich denke mal, du wirst mir ungefähr das erzählen, was ich im Momentan erlebe. Obwohl, naja, eigentlich schon verändert. Naja, eigentlich vielleicht noch anders. Aber ich weiß nicht. Ist ja auch irgendwie, ne? Ist ja auch irgendwie. Man müsste ja so einen Zeitstrang mal aufhängen, Dirk. Ein Zeitstrang? Kennst du das nicht? Ist halt nicht quasi sich ein Zeitstrang in die Zeit, in der wir leben, und es gibt eine Parallelwelt, da ist ein anderer Zeitstrang. Ja, ich meine, ich mal bei wie heißt das? Wissen vor 8 habe ich das mal gesehen. Wissen vor 8. Ja. Alter, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Da. Ich ja, das läuft schon auf dem ersten nicht mehr. Auf dem ersten? Mhm. Also, am ersten habe ich auf dem Hotel Fox News. Ja, du bist doch auch Deutschland. Ich meine, ich habe das jetzt nicht hier geguckt. Ich habe das damals in Deutschland ich das geguckt, ne? Dann musst du das doch sagen, dass du das in deiner Heimat geguckt hast. Woher? Ja, aber, ich bin davon ausgegangen, wenn du das weißt, was das ist, wenn du aus Deutschland kommst. Ja, Wissen vor 8, Alter. Ich bin 31, nicht 80. Ja, und? Als ob ich jemals da. Du bist ja wohl noch wach um 8, oder? Ja, als ob ich um 8 Uhr ARD einschalte. Ja, kann doch sein. Kommen die Tagesthemen? Tagesthemen. Tagesthemen, machst du das Handy auf, da guckst du rein, hast du Tagesthemen. Guckst du dann so RTL-Nachrichten oder was? Was mit Paris Hilton wieder passiert ist oder wie? Alter, seitdem ich hier bin, gucke ich allerhöchstens mal Fox, BBC News, National Geographic, aber ansonsten keine Ahnung. Also nur gebildetes Fernsehen, so Fox News und so. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Nee, ich kenne das nicht. Nur weil ich jetzt hier bin und jetzt hier rein republikanisch geworden bin, heißt das denn jetzt auf einmal hier irgendwie, das sei nicht gebildet oder was? Nee, ich habe immer nur gehört, dass das immer alle Fake News schreien oder so, ne? Und das Fox News ist da wohl. Ist auch egal, warum ich gerne das Programm nicht, ne? Weißt du. Aber Wissen vor allem, wie gesagt, Zeitstrang. Wir machen halt das größte Unterhaltungsfernsehen hier in Amerika. Ich meine, was soll man sich denn sonst antun hier? Zum Beispiel, ja, eine schöne Geographic habe ich auch schon mal reingeguckt. Das ist doch ganz interessant mit den Tieren und mit der Welt-Dokus und so. Ah, aber das ist auch viel, viel. Die Amerikaner machen alles total amazing und interesting. Ja, ist es doch auch. Hör mal, die Welt ist was ganz Fantastisches, hör mal. Ja, das brauchst du mir nicht erzählen. Nee, weißt du das selber? Warst du schon mal da? Ja, ich bin gereist, falls du es nicht erinnerst. Ah ja, ich erinnere mich, ja. Ich war, ja. Ja, für mich ist das alles was Besonderes, ne? Ich bin ja nur in Deutschland, in Bottrop gewesen und hier in, ja gut, auf Malle war ich auch schon mal, ne? Aber hier in Amerika ist ja so andere Welt, so, ne? Aus Mallorca nicht auch Deutschland? Ja, eben, deswegen. Also wirklich rumgekommen bin ich noch nicht, muss ich sagen. Dann müsste doch das 17. Bundesland sein, oder? Das 17. Ja, das sagen manche, das ist richtig. Aber das ist auch irgendwie, ist das schon ganz schön asozial da, wenn man mal ehrlich ist, ne? Dirk? Ja? Darf ich 3-mal Zucker aus dem Lager nehmen, dann koche ich mal was Leckeres für euch. Ja, aber schön zurücklegen. Nee, Quatsch, kannst du machen. Also Zucker haben wir, glaube ich, ein bisschen Notstand. Ich glaube, ich weiß, wie viel haben wir jetzt denn da? Also nimm ruhig, ne, aber... Ich glaube, 58 oder 48, irgendwie so. Ah gut, dann habe ich doch mehr bestellt. Weil ich habe immer zu wenig bestellt und jetzt mit dem Kartoffelsalat... Ja. Da muss man mal gucken. Na gut. Verstehe. Ja, dann koch uns mal was Feines, ne? Ja. Dann sollen wir uns nach vorne stellen einmal, bevor jetzt die Kundschaft kommt. Ja, die wahnsinnig übereifrige Kundschaft. Wir haben heute schon einige verdient, du Hammer. Ja, habe ich ja gesehen. Bin ich ja froh. Machen wir heute kein Minus. Ja, siehste. Da ist ja Jens glücklich, ne?
Ja, da ist der Jens. Da ist der Jens glücklich. Da kannst du aber mal von ausgehen. Kannst du mal von ausgehen. Das, was mich noch glücklicher machen würde. Warte ihn. Wenn wir bei diesem Rennen tatsächlich was Gewinn machen würden und dann das wenigstens nicht ganz für den Arsch ist, weil wir dafür alles hinblättern mussten. Ja, geht er jetzt, aber macht er jetzt keinen Druck bei den Mädels, ne? Die machen sich nämlich schon genug selber Druck immer. Oder meint sie jetzt an Verkäufen? Ja, das wäre natürlich noch das Optimum, wenn das noch oben drauf kommt. Also Daniels hat uns einen Spitzenplatz versprochen. Ich weiß doch nicht wo, direkt an der Renntribüne irgendwo, ne? Ist aber irgendwie besser als letztes Mal wahrscheinlich. Aber letztes Mal lief auch schon ganz gut, muss ich sagen. Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht ganz ab von diesem ganzen Dings, dass wir vielleicht auch mal irgendwie so einen American Special Day Verkauf machen, wo wir zwei Damen vom Unicorn quasi ausleihen mit rot-blauen Bikinis, also roter Bikini, blaues Höschen und dann so ein American German Abverkauf machen, irgendwo draußen mit dem Wagen. Ja gut, ob das jetzt, ja, aber wofür brauchst du die Frauen denn? Titten, Dirk. Geht um Titten. Ja, aber das ist doch... Was? Also, dadurch wird sich die Wurst doch jetzt nicht besser verkaufen, nur weil da zwei halbnackte Frauen neben der Wurst stehen. Hast du eine Ahnung? Also du meinst, die Leute kommen und kaufen eine Wurst, nur weil die Frau da steht, oder was? Oder meinst du nicht eher, die kommen da einfach nur hin, gucken die Frau und gehen wieder? Naja, ich sag mal so, ne? Wenn die Leute da gucken und kommen, dann kann man ja mal fragen, ob die da nicht vielleicht noch was trinken können, weil die haben so einen trockenen Mund. Ja, aber dadurch verkauft sich die Wurst ja trotzdem nicht besser, ne? Ja, vielleicht überreichen die Frauen auch die Würstchen, Dirk. Und vielleicht auch nicht mit ihren Händen. Also, pass auf, ich mach dir einen Vorschlag, ne? Du kannst halt morgen mal unserer Eventmanagerin Kate erzählen. Und wenn die das gut findet, dann machen wir das. Ah, Kate ist da auch, Kate kannst du sowas nicht machen, das ist halt einfach. Na, aber manchmal läuft das auch einfach, wenn es primitiv ist, Dirk. Ja, aber... Ich weiß es nicht. Ja, das würde auf jeden Fall definitiv laufen. Also ich sag ja so, manchmal muss er auch einfach plump machen. Das ist halt einfach. Sollen wir vielleicht nicht lieber, pass auf, jetzt mal einen Gegenvorschlag, ne? Was ist denn, wenn wir mal einfach in Kooperation mit dem Unicorn machen, und zwar ganz umgekehrt, wir bringen die Wurst zu den Frauen und nicht die Frauen zu der Wurst. Als ob die Würste essen, Dirk. Die müssen auf ihre Figur achten. Ja, doch nicht die Frauen, die Kundschaft da. Alter, der Laden ist so gut wie pleite. Ja, eben. Vielleicht kommen die Leute, wenn es ein Füßchen gibt, dann weiß ich doch nicht. Dirk, mir fällt gerade auf, du hast gesagt, du hast den Topf eingeschlossen bei dir. Achso, ja, komm mit, ich hole den. Den brauche ich dich. Ja, da musst du nur eine gute, große Tasche haben, ne? Meine Hände nennt sich das. So. So. Dann einmal den Topf, ne? Ja, dankeschön. Sag Bescheid, wenn du den fertig bist, dann machst du ihn sauber, dann packe ich ihn wieder weg. Ja, gut. Ein paar sind zwei, oder? ja, so zwei. Ja, machen wir drei. Tachchen. Drei Stück. Hallo. Machst du drei Mettbrötchen, buchst du ein, Dirk? Ja, nimmst du ja, das. Ja, mach ich. Dreimal Mettbrötchen, okay. Muss sich auch lohnen. Ja, haben sie auch hier einen guten Tag erwischt, weil heute ist Mettbrötchen in Angebot, ne? Ja, das war tatsächlich meine Frage, was heute Tagesgericht ist. Ja, spitze. So, lass mich mal gucken. Mettbrötchen. Dreimal. Da muss ich, glaube ich, noch nach unten eben. Bin sofort wieder da. Jawohl. So, warte mal. Der holt Geld. So, dreimal, das sind 18 Dollar. Mettbrötchen ist heute Tagesangebot, ne? Ja, richtig. Gut. Das ist der frischeste vom DOJ, habe ich das Gefühl, ne? Ist ja vom DOJ, keine Ahnung. Ist ja vom DOJ, warte mal, wenn er vom DOJ... Ach so, auf Justice, ich war jetzt beim DOL. Nee, im DOL, da hätte ich bestimmt nicht so freundlich reagiert. Ja, aber der hätte auch Geld dagelassen, wenn er vom DOL wäre, der ja so schön freundlich bleiben. Wenn wir da sehen, sie, dann ja, ist mir das egal. Also, ja, sie wünschen... Nein, selbst dann bleibst du schön freundlich. Ja, das gehört zu unserem Service dazu. Dankeschön, dass Sie bei uns eingekauft haben.
Am besten sagst du uns Bescheid, wenn einer vom DOL kommt. Ich glaube, das ist besser. So, das sind $18. $18, perfekt. Geben Sie am besten dem Herrn hier einmal. Ja. So, Spitze. Du hast das doch eingebucht. Ja, aber das, ich kriege ja eh kein Trinkgeld, ne? So. Ja, ist doch egal, ob du Trinkgeld jetzt nimmst. Wer das doch Trinkgeld, einfach. Trinkgeld bekommt. Danke Ihnen. Gerne. Dann wünsche ich Ihnen guten Appetit, ne? Dankeschön. Danke. Und gute Geschäfte noch. Ja, vielen Dank Ihnen auch, ne? Wir haben. Wunderbar. Ja, sehr, also ist auch wahr. Aber dann, wenn ich jetzt hier, wenn ist wir das jetzt. Da hinten. Was ist? Da hinten, die mit den ganzen Haaren, ey. Was ist da hinten? Ich, ach, da rechts. Ich weiß nicht, vielleicht wartet die da. Aber sieht so aus, als hätte die jetzt so lange genug gewartet, ne? Ja, um auf deine tolle Idee zurückzukommen, ich weiß nicht, ob das so unserem Image entspricht, ne? Was? Mit deine, mit deinen Frauen dabei. Schlagen. Oh, Dirk, Image. Ich sag mal so, ne? Man muss sich jedes Mal neu erfinden, Dirk. Ja, aber wieso? Es läuft doch. Also, ich will mir jetzt meinen Ruf nicht kaputt machen, dass ich da mit den nackigen Frauen auf einmal draußen stehe, ne? Aber ja nur ein Vorschlag, wenn du sagst, du möchtest du nicht, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich stehe dazu, wenn du zu der Kate gehst und dieser Spitzenidee machen wir, dann machen wir das. Ja, ich glaube, Kate findet das ein bisschen sexistisch. Ja, wenn du das schon denkst, dann. Ich meine, das ist ja auch maximal sexistisch, aber es ist halt auch amerikanisch, ne? Es ist halt dieses Ding. Amerikaner sind so in der Hinsicht halt ein bisschen. Ja, eigentlich sind Amerikaner ja Brüder, ne? Und deshalb ist das für die schon was Besonderes, ne? Aber die Amis, die machen das schon irgendwie. Also wenn die schon irgendwie Werbung machen, dann machen die das schon auffällig, ne? Nicht umsonst gibt es hier überall diese ganzen Mistress-Wahlen und Schönheitsköniginnen und ja. Schlag mich tot, ne? Die achten schon sehr auf ihren Körper. Und es ist gerade hier unten in den südlichen Gefilden ist es natürlich dann so, dass die dann da auch, keine Ahnung, da ihren Bodybuilder-Contest machen im Bikini, ne? Das machen die ja nicht umsonst. Ist wahr. Ja, die Frage ist jetzt halt. Also ich hatte eine Idee für was Besonderes und das ist eigentlich auch schon typisch amerikanisch. Das sollten wir vielleicht bald mal angehen. Das ist so ein Currywurst-Wettessen, ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Allerdings ist das halt auch so ein Ding. Normalerweise sind ja die Sachen, die da angeboten werden, wie ja zum Beispiel, das ist ja dieses, normalerweise ist das ja wahrscheinlich Hotdog-Wettessen oder Pizza. Genau. Oder sowas, ist es ja meistens so, dass das jetzt nicht gerade die Qualitätswurste sind, die da sind, ne? Weil da werden ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, zu 20, 30, 40, 50, 60 Hotdogs dann da verdrückt oder so. Müssen wir schon Gerichte nehmen. Das Ding ist halt, ich würde nicht die normale Currywurst nehmen, ich würde die scharfe Currywurst nehmen. Ja, wie gesagt, also das da, ist da kannst du halt nicht mal so schlecht, ne? Und dann, ich kann ja mal über, also wir gucken mal, ob wir das vielleicht mit dem Daniels dann zusammen machen. Weil der kann das dann planen, kann vielleicht ein paar Tische aufstellen und so eine Geschichte. Und vielleicht sogar einen Sponsor finden, der irgendwie noch einen Preis rausgibt oder so. Oder wir geben halt einen $100 Geschenkgutschein aus für den Gewinner oder so ein Blödsinn, keine Ahnung. Aber dann haben wir, das ist halt ein Werbegag, ne? Das ist halt so ein bisschen Marketing, was wir dann machen. Und ja, das Ding ist halt aber, ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, ne? Also die Jahreszeit passt eigentlich nicht mehr dazu. Das ist eher so ein Sommerding. Und am besten hättest du das am besten mit dem 4. Juli verbunden. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht, dann machen wir das nächstes Jahr, aber das verfehlt ja nicht, ne? Ich sag ja, du kannst das machen, Dirk. Ich sage dir nur, es ist jetzt quasi November, die Leute werden jetzt so ein bisschen kuscheliger, ne? Wollen jetzt auch hier, weiß ich nicht, da mit ihren Liebsten da zusammen irgendwie sein und sich jetzt so langsam, die kaufen jetzt so langsam Weihnachtsgeschenke und ne, machen hier dieses, ich weiß gar nicht, ist überhaupt Thanksgiving noch vor Weihnachten? Ja, das ist vor Weihnachten. Ist, glaube ich, schon nächste Woche, wenn mich nicht alle täuscht, ne? Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Und Thanksgiving, das ist ja traditionell diese traditionelle amerikanische Hausmannskost, dieser Truthahn. Ja. Ich bin mal gespannt, welcher Truthahn dieses Jahr begnadigt wird. Der kriegt ja immer so einen Namen. Er kriegt einen. Okay, das wusste ich nicht zum Beispiel, ne? Ich wusste nur, dass die immer gegessen werden. Nee, ein Truthahn wird vom Präsidenten der Vereinigten Staaten immer begnadigt. Wird groß im Fernsehen verkundet. Guck mal Fox News, Dirk, da siehst du so. Auf Fox News, da werden nur die wichtigen News rausgehauen, ne? Mit Truthahn.
Hey, ja, was soll das jetzt wieder Begnadigung? Nee, ich meine nur. Aber das ist ja schon sehr nett vom Herr Präsidenten, dass er so was macht, das stimmt. Das ist ja Tradition. Ja gut, okay. Nee, aber hätte Dankfest, also Thanksgiving hier, da hat die Kate ja auch schon was geplant. Ne? Da gibt es ja auch einen ersten Verkauf auf einem großen Event und danach machen wir für die Bedürftigen an der Kirche noch so eine Ausgabe von diversen Lebensmitteln, ne? Damit die auch was zu essen haben. Kannst du denn schon die amerikanische Nationalhymne? Ob ich die kann? Ja. Nee, ich habe ja auch nur so ein Zeitvisum, ne? Ich habe ja noch gar keinen Staatsbürger. Bist du jetzt hier schon eingebürgert oder was? Nee, das jetzt nicht, aber du musst doch, es wäre doch tatsächlich schön, wenn man die ein wenig könnte. Ja, also. Wir sollten die auf jeden Fall unter den Mitarbeitern tatsächlich verteilen. Also so Thanksgiving ist das schon, glaube ich, schon so ein bisschen. Was, die Hymne sollen wir verteilen? Ja, so quasi ausdrucken und auf Zetteln verteilen. Ach so, also sollen wir die einmal singen oder wie? Ja, natürlich, und zu Thanksgiving natürlich soll man die einmal gesungen haben. Okay. Sollte man schon machen, Dirk. Also, aber das mache ich doch in Deutschland, mache ich das doch auch nicht. Ja, aber die Deutschen sind halt anders. Das ist halt in Thanksgiving, also guck mal, es ist ja auch quasi so, du willst dem Land ja auch so eine gewisse Verbundenheit zeigen und so. Ich meine, die Amerikaner schwören schon ab der Highschool jeden Tag auf die Flagge der Vereinigten Staaten. Das muss in gewisser Weise, ne, muss man dem Land ja schon eine gewisse Art Dankbarkeit zeigen, wenn es einen schon so bereitwillig aufnimmt oder einen hier die Möglichkeit gibt zu arbeiten. Ja, aber ist das dann nicht doch eher der 4. Juli, als der Thanksgiving ist? Weil das ist doch bei uns auch Ernte. Thanksgiving und zu Weihnachten tatsächlich. Okay. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann gerade so die Hymne von Deutschland kann ich auswendig, ne? Gerade ebenso. Und dann bin ich gegangen. Keine Sorge. Ich glaube, wir nehmen auch nur die verkürzte Version, die auch zu den amerikanischen Footballspielen gespielt wird. Oh. Ach, Juri ist fertig. Nee. Juri, kannst du die amerikanische Hymne? Nicht ganz. Nein, weiß nicht. Die deutsche kannst du. Hör mal, da ist er. Das nenne ich mal Spitze. Guck mal, der Russe hier, ne? Der kennt die Deutsche. Das nenne ich mal Spitze hier. Ich hab Freunde in Deutschland. Und bevor ich Fußball spiele, immer in der WM, ne? Wurde sehr mal vorgespielt. Kann von seinen Freunden die Hymne, aber wohnt in Amerika und kann die Hymne nicht, ne? Aber ganz ehrlich, ich kann die auch nicht. Also, ich bin hier gerade mit Jens am Sprechen, ne? Der möchte das gerne singen an Thanksgiving. Möchte der für den Amerika singen, aber. Ich kann das nicht. Ich meine, das können wir gerne probieren, Jens. Ne? Dann organisier da mal ein paar Blätterchen und dann machen wir das. Ja, ich werde mal mit den anderen tatsächlich. Ich werde mal mit Daniels darüber sprechen. Wäre nett, wenn wir das tatsächlich alle tun würden. Ja. So quasi im Chor und jeder so schief, wie er tatsächlich kann, aber einfach um das Gemeinschaftsgefühl der Vereinigten Staaten von Amerika zu stärken. Aber das fängt doch irgendwie so an, oh. Say, can you see? Ja. Nee, das ist das doch, ne? Oder ist das Kanada? Nein, das ist Kanada, ist das nicht, nein. Okay. Ich kenne nur den Text nicht. Die habe ich im Kopf irgendwie, habe ich im Ohr, ne? Ja, es geht quasi eigentlich, man sagt ja, es geht um die amerikanische Nationalhymne, aber die hat sich ja mehrfach verändert. Es gab ja zum Beispiel auch im Bürgerkrieg gab es ja zum Beispiel auch, da gab es ja den Yankee Doodle und die Südstaatenhymne und es geht eigentlich weniger um Amerika, sondern eher um die Fahne da vorne, weil die singen halt die ganze Zeit, kannst du sie sehen, das sternbesetzte Banner. Sag mal, wie oft guckst du Fox News? Du hast ja schon ganz schön viel Information über dieses Land hier, ne? Ich weiß ja gut wie gar nichts, wenn man. Da fühle ich mich schon ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall mit dem Land, wo du dich tatsächlich gerade befindest, solltest du dich ein wenig befassen, weil stell dir mal vor, du triffst hier auf Einheimische und du benimmst dich hier wie so die Axt im Walde, also wie ein Deutscher auf Mallorca. Ist ja schon nicht gern. Ja, da mache ich das, so weit mache ich ja nicht, das weißt du selber. Wie ich mich verhalten soll, weiß ich, aber ich meine. Also wenn jetzt plötzlich amerikanische Urlauber bei mir am Ende Dankfest stehen und plötzlich deutsche Hymne singen, da würde ich mich schon wundern, ehrlich gesagt. Ja, weißt du, wenn amerikanische Mitbürger in Deutschland das machen, dann weiß irgendwie. Also ich meine, wenn du das gerne möchtest und denkst, das ist eine gute Sache, dann machen wir das. Ja, ich kann nur den Text nicht. Der Text ist ja. Ja.
Ex kann man ja einmal ausdrucken, das ist ja jetzt weniger das Thema, aber ja, es geht ja, jeder kann ja die Grunddings oder wir organisieren tatsächlich einen Sänger und. Aber ich sag dir, jetzt pass mal auf, jetzt überleg gerade, ne? Ich habe schon mal so den ein oder anderen Film gesehen, wo dann da so gesungen wurde, ne? Aber das ist doch bei jetzt so, wenn man zu einem Baseballspiel oder Footballspiel da so geht, ne? Da steht doch dann einfach nur einer unten auf dem Gras und singt das und alle halten sich einfach nur der Hand auf die Brust, oder nicht? Also, es gibt einen Verhaltenskodex. Zwar gibt es den Verhaltenskodex, jetzt lass mich mal gucken, ob ich den zusammenkriege. Und zwar gibt es den Verhaltenskodex. Alle Amerikaner haben prinzipiell aufzustehen, wenn die amerikanische Nationalhymne gespielt wird. Haben wir in Deutschland sowas eigentlich auch? Amerikaner, die in der Polizei sowie im Militärdienst. In Russland auf jeden Fall. Also die im Polizei- und Militärdienst dienen. Haben, soweit wie ich das jetzt weiß, korrigiert mich da jetzt, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege, haben, soweit wie ich jetzt so weiß, die Pflicht, sogar so lange zu salutieren, bis das Ganze, oder der amerikanischen Flagge zu salutieren, solange die amerikanische Nationalhymne tatsächlich gespielt wird. Ach, du Heilige. Stell dir vor, du hast so irgendwie so Muskelkater im Arm, ey, das ist ja schon kein, also wenn du alle Strophen singst von den Lied, dann hast du aber... Dann hast du Sacklaufen, das ist aber schon nicht gut. Aber also es gibt ja eine verkürzte Version, ich glaube, da wird auch nur die erste Strophe von gesungen und dann ist das ja quasi, ich weiß es jetzt aber gerade nicht ganz genau, ich müsste wirklich mal raussuchen, aber es gibt eine verkürzte Version von dieser amerikanischen Nationalhymne tatsächlich. Ja, okay, na Ben. Bitte, na Ben. Wollt ihr einmal übernehmen? Ja. Was können wir gut? Tagesgericht bei euch? Mit Brötchen. Mit Brötchen? Ja. Ich würde 4 nehmen. 4 Stück. Noch was zu trinken dazu? Ich hole die mal eben, ne? 4 So. Obwohl, machen wir 5 Mettbrötchen, 5 Kaffee. 5 Mettbrötchen, alles klar. Und 5 Kaffee, ne? 5, okay. Dann muss ich noch ein bisschen mehr aufgucken. So. Hast die Dame schon abgehalten oder der Juri schon? Was? Nochmal bitte. Hast die Dame schon abgehalten oder der Juri? Nee. Nee, ich hab noch. Okay, dann Sekunde kurz. Dann muss ich mal kurz hier rechnen. Also, 5-mal Mettbrötchen. Dann abzüglich 5-mal des Rabattes für heute. Wo ist er? Also, 5-mal und dann noch 5-mal Kaffee obendrauf. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Da. So, sind dann immer $55, ne? Alles klar. Ja, ist ein bisschen mehr. Mein Gott, vielen Dank. Gerne. So, dann gibt er einmal schon mal hier die Mettbrötchen. Dankeschön. So, bitte, und der Kollege, der kocht gerade den frischen Kaffee, ne? Ah, oh, super, ich danke. Können Sie ruhig noch mal einen Moment Platz nehmen oder so, dann brauchen Sie nicht da die Beine im Bauch stehen, ne? Alles gut, ich hab so, ja, wohl doch. Ja, ich setz mich mal dann. Alles klar, bringen wir ihn dann dahin, ne? Jo, danke. Danke Ihnen. Jo, gerne, tschüss. Ja, guck mal, ey. Das zieht aber mit dem Tagesangebot, ne? Kann das sein? Ja, das ist auf jeden Fall. Ich muss. Die fragen ja wirklich aktiv nach dem Tagesangebot. Das ist ja verrückt. Ich vermisse halt so ein bisschen hinter der Theke hier, muss ich sagen. Hab ja alle so ein bisschen abgetreten. Da kriege ich ja gar nichts mehr von mit, ne? Ich habe mich auch heute gewundert. Ich meine, ich bestelle ja immer einfach so, ne, was leer ist. Aber heute habe ich nochmal effektiv bei der Riesenkiste da vorhin gesehen. Wie viel wir auch verkaufen in der Woche. Ja. Das ist schon heftig, du immer. Die Mengen kenne ich gar nicht, du. Ja. Achso, die Dame hat sich kurz hingesetzt, ne? Ja. Bezahlt? Ja, hat sie schon. Okay. Wäre so toll, wenn man seine eigenen Posts mal aufrufen könnte. Bei Ventur, ne? Mhm. Ja, da ist wirklich bescheuert.
Weil ich habe nämlich mal die komplette amerikanische Nationalhymne gepostet. Warum hast du das denn gemacht? Damit die alle singen können? Nee, weil ich glaube ich einmal ein Bild, da habe ich mich auf ein. Glaub ich gerade noch auf ein dieser Rettungshäuschen gestellt. Ja. Und habe dann quasi ein Selfie von mir gemacht. Ach so. Das war cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber die findest du ja wohl im Internet, wenn du sie nochmal brauchst, ne? Ja, klar, die habe ich auch bestimmt noch irgendwo. Ja, oder du hast sie ja auch komplett im Kopf, ne? Dann kannst du die auch einfach aufschreiben. Ich hab die bestimmt nicht komplett im Kopf. Wie, ich dachte, du kennst sie. Ja, wie gesagt, ich kenne die auch. Ich kann, ich weiß auch, worum es darin tatsächlich geht, ne? Achso, ja gut. Kennst du Peter und der Wolf? Ja, Peter und der Wolf kenne ich auch. Das finde ich auch schön, muss ich sagen. Ist mir gerade so eingefallen, das mag ich auch sehr gerne. Das ist eine sehr schöne Musik. Habe ich gerade so die Melodie im Kopf, so, ne? Peter und der Wolf. Wie kommst du jetzt auf Peter und der Wolf? Weiß ich nicht. Ich habe so an so ein Orchester gedacht und dann bin ich irgendwie auf Peter und der Wolf gekommen. Weiß ich auch nicht. Unglaublich, ne? Das ist doch. Ich kenne da die Musik des Wolfs auch nur. Also nur so, klar, natürlich auch die Musik von Peter hast du ja jetzt gerade gemacht. Genau. Ne? Und dann gibt es auch die Musik des Wolfs, ne? Kennst du ja auch. Ja, ja, das ist ja ein so ein Stück ist das doch, ne? Ja, Peter und der Wolf ist ein so ein Stück, genau, richtig. Ja, ja. Das ist schön, ne? Ich mag das sehr gerne. Hab ich schon lange nicht mehr gehört, fällt mir das so ein. Ja. Ja, ja. Ich weiß noch, dass der Wolf von einem Fagott gespielt wird. Oh, jetzt geht's. Also, du haust ja aber die Funfacts hier heute raus. Ne, ne, das ist ja nicht schlecht. Nicht schlecht. Entschuldigen Sie bitte, ich bin kein gehobelter Klotz, ja? Ne, das wollte ich gar nicht sagen. Was war denn Peter? War das eine Klarinette? Oder ja, das kann ich dir jetzt oder eine das Querflöte? Kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß halt auch nicht mehr. Ey, ich glaube, eine Querflöte war, glaube ich, der Vogel. Ja, der Vogel war die Querflöte, ne? Und Peter? Oder eine Geige? Eine Violine? Ich weiß halt nicht mehr, hör mal. Ich kenne mich ja auch nicht so gut aus mit Musik, dass ich das jetzt so, ne? Das weiß ich jetzt allerdings auch nicht mehr. Vor allem, lange was her. Für eine Geige. Da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Ja. Ach, weiß der Geige. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Kennst du Peter und der Wolf, Juri? Peter und der Wolf? Kennt man das in Russland? Nicht genau, Snupagadi. Das ist so ein Hase und ein Wolf. Snupagadi nicht so eine Band, die von Popstars ist? Weiß ich nicht, aber Nupagadi ist ja so eine Castingband, oder nicht? Nee, es ist ein Zeichentrick aus der UdSSR. Auf jeden Fall. Also, ja gut. Ja, der jagt einen Wolf immer den Hasen, aber ist quasi wie Tom und Jerry, aber in Russisch. Tom und Jerry in Russisch, ja, schön. Ja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das finde ich sehr interessant, hier so diese kulturellen Unterschiede, ne? Ja. Ja, Amerika, das Land der Einwanderer, ne? Das ist wahr. Aber ich glaube, ich habe mich noch lange nicht mehr so gebildet unterhalten. Das ist mal was Besonderes. Ja. So die Leute, mit denen ich sonst so mit unterwegs bin, die wollen meistens nicht über so was reden. Ja, das ist halt einfach. Da kommt man sich vor wie im Bildungsfernsehen. Also, ich soll dich übrigens von Helmut grüßen. Der war eigentlich vorhin hier als Wanderer. Ach, scheiße. Ach, kacke. Du sollst mal anrufen. Der ist er, den soll ich anrufen, wenn ich wieder hier bin. Ups. Gut, dass ich mich auch sehr. Hallo. Hi, ich bin wieder da, ne? Ja gut, ich komme jetzt und danach kommt Schaffer auch noch. Ach, schön. Bis gleich. Tschüss, geh's. So, ich bin natürlich gerade erst wieder hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja. So. Ich hab das völlig vergessen, aber. Ich auch. Folge hat gelogen, ey. Wer hat gelogen? Dass du jetzt gerade erst wieder hier bist. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt hier. Stimmt doch auch. Und selbst wenn ich woanders wäre, wäre ich ja dann auch hier. Also, woanders hier. Das ist immer verwirrend, wenn der hier ist. Also, obwohl der mit Ü geschrieben wird, nennen den alle Hallo Herr Müller, alle Herr Müller. Und ich denke mir so, what the fuck, Alter, welchen. Ja, den kennt halt, der Helmut kennt halt jeden. Ne? Dann hast du leider keine Schnitte, weil es Müller. für die Leute ist das Herr Müller, weil ich kenn, der kennt einfach jeden. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber irgendwie. Aber der ist ja, auch der sehr war direkt. Taxifahrer lange bei Neumann, ne? Der ist auch immer noch Taxifahrer in dem
ist er nicht in dem neuen Unternehmen jetzt Taxifahrer? Ist auch egal. Er war auf jeden Fall mit dem Taxi unterwegs vorhin. Der hat nämlich die Explosion auch mitgekriegt. Ne? Da war der stand der auch plötzlich da. Ist er nicht sogar bei Hannes in dem Taxi Unternehmen, was er aufgemacht hat damals, bevor er. Ja, der Hannes, ne? Der Hannes wollte das übernehmen und wollte er mit den Jaffa und dem Helmut wollte er das machen. Aber ich glaube, der Jaffa hat das jetzt so halb übernommen, weil der Hannes ist ja in Deutschland jetzt erstmal. Ja, das wäre auch irgendwie anders. Boah, Leute, nur kontraproduktiv. Scheiße. Wenn die jetzt kein CEO quasi haben. Ja, das, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber. Können wir ja gleich fragen. Der Jaffa kommt nämlich auch gleich mal kurz vorbei. Ja. Dann fragen wir die mal. Aber der Jaffa, der grüßt mich gar nicht mehr auf der Straße, ne? Ich weiß nicht, was da los ist. Ist auch egal. Okay. Ist auch egal. Ja, der langt mal jetzt auch nicht mehr. Ich denke mal, ich warte die beiden noch ab und dann machen wir mal eine Fliege. Ja, ich muss auch mein Auto zum Mercedes bringen. Das ist ein gestrigen Abend, aber. Ja. Ja, die sind auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die noch da sind nachher. Ach so, eine Sache. Du müsstest mich vielleicht gleich nochmal kurz nach Hause fahren. Wenn das okay für dich ist, weil ich habe mein Auto hat irgendwie, entweder wurde das geklaut, weil ich nicht hoffe, oder es steht mal wieder vor meiner Haustür, weil ich. Und wenn es okay für dich ist, dass du neben einem kaputten Fenster sitzen musst, dann ist das. Ja, dann machen wir das Glas so ein bisschen aus dem Raum, oder hast du ihn da draußen geschlagen? Aber ich habe es genau aufgeräumt gestern. Ach so, ja. Ja, ich habe jetzt da keine Ansprüche, Hauptsache ich komme irgendwie an, ey. Nur mit Motorrad fahre ich nie wieder, das sage ich euch. Ey, sag mal, okay. Das ist ja eine Bombe auf zwei Rädern, ey. Hättet ihr das gerade gesehen, wie die verkohlte Kiste da lag, ne, meine Herren. Also das hat einen Knall gegeben, ne, ich weiß, also da hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das so einen Schaden anrichten kann. So heftig knallt, ja. Also hätte er nicht in dem großen Laster da gesessen, wäre der jetzt tot gewesen, Mensch. Wenn ich da jetzt mit dem Auto drüber oder selbst so auf dem Motorrad, ne, meine Herren. Das hätte böse ausenden können. Ja, ich sag euch das. Ich hab grad irgendwie ausgehen und enden zusammen kombiniert. Ma, vielen Dank, Ma! Achso, willst du den Topf wie bei den Spind backen oder soll ich den da in der Küche? Achso, ja, gib mir den ruhig wieder. Hat nicht geklappt oder was? Weiß nicht, der Reis wird im Bock ein bisschen besser als hier. Das will ich jetzt, das schmeckt nicht mehr so gut. Achso, ja, gut. Ja, dann versuch ich das nächstes Mal und dann bringe ich was mit. Was wolltest du denn machen? Ist das eine Überraschung oder? Das sind so Dessert, asiatisches Dessert ist es. Oh, da ist er. Tachchen. Ja, was macht der Explosions-LKW? Boah, hör bloß auf, ich habe ein Schrecken gekriegt vorhin, ne? Dann hat das geknallt. Hat das geklappt? Ja, ich hatte halt ein bisschen nur hingezogen, ne? Aber alle sind unbeschädigt, die haben den Wagen alle ausgetauscht, ne? Und die Ware war auch noch alle in Ordnung, Gott sei Dank. Ja, dann ist gut. Meine Herren. Ja, willst du was essen, lecker? Ja, eine Pommes Currywurst mit Schmauchspuren vor der Explosion. Ja, ich geb dir eine frische, ne? Oder Limo, alle klar, mach ich fertig, also, ne? Limo, ne? Limo. Willst du Currywurst nachgewürzt und was auf der Pommes drauf? Ja, machst du mit Mayo. Ja, mach mal volles Programm. Also ganz scharf. Also die Currywurst. Also nehmen wir mal Mittel. Mittel, okay. Mittel und Mayo und auch Ketchup auf der Pommes. Hey. Nur Mayo, okay. Ja. Oh, der Subka. Oh, jetzt sind wir unter 1000. Ah, ist nicht schlimm, Leute. Wir kriegen die 1000 wieder voll. Toi, toi, toi. Ne, es war absehbar, dass der Count jemand um die 1000 fällt. Wartet mal, bis der 31. vorbei ist. Dann werden wir wieder. Dann ist wieder richtig. Dann sind wir wieder auf unseren 200 Subs. Ja. Hä? Soll ich? Ja, wunderbar. So. Einmal eine scharfe Currywurst. Bitteschön. Danke. Und einmal
Die Pommes mit Mayo. Hast du den Getränk schon? Ja, hab ich schon weg. Wunderbar. Ich furze gerne in der Wanne. Ja, wunderbar. $20 mach mal. 20? Der kostet sonst viel mehr. Ja, 30. Ich furze gerne in der Wanne. Ach Gott, ihr kriegt schon hier einen Freundschaftsrabatt. Da brauchst du mir jetzt noch nicht mehr geben. Aber danke dir auf jeden Fall. Nein. Ja gut, dann warte, ich schreibe das mal eben alles auf hier. Ach geil. Und wie läuft das? Alles gut? Ja, angenehm. Heute ein bisschen schleppend. Also ehrlich gesagt, heute keine Fahrt. Aber ansonsten keine Fahrt? Heute gar nichts, ey. Ach du Scheiße. Aber dafür war gestern super. Willst du mich gleich fahren? Ja toll, ich würde ja eh vor free fahren, ne? Ja, komm, wenn du mir 30 Mark für dein Essen in der Hand drückst, dann gebe ich dir auch Geld für das Fahren. Also so ist es nicht. Mir ist das egal, wenn du gleich weg musst, dann musst du gleich weg. Dann machen wir das so, dann beschaffe ich dir nochmal ein bisschen Kundschaft hier heute. Ja, aber bist du jetzt dann bei dem Unternehmen von ich weiß nicht mal, ob der Hannes das noch hat oder der Jafar oder... Hannes ist Inhaber und Jafar ist der aktuelle Chef, aber ich fungiere nur als Vizechef, weil das DOL zwei eingetragene Leute braucht, falls einer nicht da ist, du weißt, wie das läuft. Ach so. Ah, ja. Okay. Also das geht auch ohne Hannes da jetzt voran. Ja, wir haben jetzt schon mal vorläufige Bürogebäude und 4, 5, 6, 7 Taxen oder was da rumsteht. Ja, das geht schon. Ach schön. Habt ihr dann auch genommen oder bekommen, was ihr da wo haben wolltet? Ja. Ja, spitzemäßig, ja, klasse. Mit Aufschrift drauf, ne, Alice Taxi an der Tür und Telefonnummer und so. Ja, klasse immer. Optimal, ey. Aber habt ihr jetzt verschiedenfarbige? Weil du bist jetzt nur gelb. Weil ich hab den, oder habe ich mich verguckt da letztens? Ich dachte, der Jaffa hat so eine Orange-Blau oder sowas hatte der, ne, oder? Nee, das ist von Downtown. Okay, dann war das nicht Jaffa, dann da habe ich mich wohl verguckt. Na ja, gut. Aber keine Fahrt ist natürlich auch scheiße, ne? Aber ja, passiert mal, ne? Aber du kriegst jetzt schon Gehalt ausgezahlt, das ist jetzt nicht wieder ja, so ja, wie früher. Ja. Ach ja, immer eher gut, immerhin. Das ist doch schon mal was. Ich bin eingestempelt, also ich arbeite gerade. Ja gut, aber mein Gott, Mittagspause braucht mal jeder, ne? Das ist ja auch, wenn Mittag um 22 Uhr ist. Ja, sicher. Ist halt nicht so easy. Mittag ist immer. Ich fahre so halt wieder Mittag. Ja, so ist halt, ne? So ist halt. Ja, klar. Ja, schön, schön. Ja, mein Gott. Will auch gleich und bei dir? Ja, doch. Hier läuft es richtig gut, muss ich sagen. Also. Ja, super, ey. Du hattest ja zwischenzeitlich echt mal, ne? Genau, da hat die Hütte gebrannt, aber jetzt habe ich hier ein Spitzenteam hinter mir. Habe super viele Bestellungen, auch jetzt so Großbestellungen, ne, für verschiedene Läden. Machen die Kantine jetzt im MD machen wir jetzt auch noch mit. Also bin nicht alleine, sondern irgendwie gefühlt alle Gastronomen, aber das ist natürlich auch nochmal schönes Geld, ne? Und dann, dann hier die von Mikkel Olsen bestellen immer fast täglich hier eine Großbestellung und so. Das läuft schon ganz gut immer. Gut, schon das freut mich für dich. Wo bleibt denn jetzt der Schaffer? Danke. Ja, das weiß ich nicht. Jetzt mal unter uns, hat der Schaffer irgendwas gegen mich? Nee, wieso? Weil ich habe den mehrmals auf der Straße gegrüßt, aber da hat er mich immer ignoriert irgendwie. Ja, vielleicht hat er mich einfach nicht gesehen oder so. Wahrscheinlich. Ja, also nee, ich wüsste von nichts. Und dann jetzt habe ich euch jetzt letzten Freitag, ne, mit Kegelabend, da habe ich auch keinen von euch erreicht. Da dachte ich so, ihr habt da irgendwie... Gut, du hattest mich zwischendurch mal angerufen, ne, aber beim Schaffer, das ist ja eigentlich immer nur so ein Kontakt am Kegelabend, ne? Ja, ich wollte gucken hier wegen Freitag und so, aber da war ja hier Doku, ne? Ja, dann war's das. Na gut. Auch wieder. Wenn da nichts ist da nichts, dann bin ich gut, dann bin ich zufrieden, ne? Ja, aber wie lange willst du noch machen? Weil, also heute stehe ich oder fahre ich den ganzen Tag nur rum und langsam nervt mich das. Deswegen würde ich ach so. Jetzt gleich einfach... Ja, wenn Jaffa... Ich hätte jetzt auch noch auf euch gewartet, dann wäre ich auch nach Hause gedüst. Ich weiß jetzt aber nicht, was mit dem Jaffa ist, aber... Ja, gut. Ja, keine Ahnung. Dann wacht er doch noch auf den Jaffa, dann fährt er dich. Ist ja egal, gehe ich hier in die Firma. Ja. Aber dann hau ich mich schon mal hin. Ja, dann macht die Fliege, ne? Nee. Alles klar. Dann bis Freitag, würde ich sagen, morgen bin ich nicht da, ne? Gut, dann ruf ich dich Freitag mal an. Alles klar. Schönen Abend dir. Tschüss, geht's. Ja. Ach, Jensi. Was? Nix. War nur so ein Ach, Jensi einfach, so, weißt du? Was soll das wieder, Dirk? Was soll das? Warum jensiest du mich jetzt wieder hier von der Seite? Nix. Ich hab einfach gegähnt und dachte mir so, ach, so, weißt du, so. Das war jetzt kein Vorwurf oder irgendwas. Das war einfach nur so, ach ja. Und dann habe ich halt, ach, Jensi gesagt einfach, weil du da gerade standest. Warum möchte ich dich tätowieren? Du willst mich tätowieren? Warum das denn? Weil ich dich so lieb habe, Dirk. Du tätowierst Leute, die du lieb hast? Ja.
Hast du deine Mutter auch schon tätowiert oder hast du die nicht lieb? Meine Mutter ist tot. Ja, aber die hat ja, also, das tut mir sehr leid für dich, aber die hat ja mal gelebt dann, oder? Ja, so, als ich mal so 12, 13 gewesen bin, hat die mal gelebt, ja. Na gut, okay, da hast du also noch keine Leute tätowiert, ne? Ne, habe ich noch nicht. Okay, na gut, dann tut mir das leid, dass ich da hoffentlich, ich hab da hoffentlich keine Routen wieder aufgerissen. Ne, alles gut, die haben sie ein Stückchen rausgetragen. Gut, ich hinterfrage das jetzt einfach mal nicht, weil ich Angst vor der Antwort habe. Das ist so in Ordnung. So. Ich glaube, ich würde jetzt einmal Feierabend machen. Was? Ja, ich würde, ich gehe auch gleich, ne? Ich weiß nicht, ich rufe den Schaffer nochmal an. Oder ich kann ja, ihn auch fahren. Pass auf, ich rufe den Schaffer mal eben an, ob der jetzt noch kommt und wenn nicht, dann machen wir alle die Düse, würde ich sagen. Mhm. Hast du schon die Sachen in die RDP-App wegen vom FD eingepflegt, Jens? Ja, habe ich. Okay, spitze. Hast du den Schaffer mal bei dir, hallo Schaffer, hier ist der Knusmann. Ja, was geht ab, ey? Ich wollte mal hören, der Helmut meinte, du wolltest noch vorbeikommen. Passiert das noch oder ist er eher nicht so? Ja, aber der sagt ja bloß ein Taxi. Ach so, ja, sonst hier der Dingens kann mich auch mitnehmen, aber ich kann auch gerne mit euch fahren. Mir ist halt wurscht. Ne, wenn er dann sowieso ist, dann fahr da mit. Ist kein Problem. Ja, okay. Ne, ich dachte, du hast noch Hunger oder so, weißt du? Achso, nee, das nicht. Wir wollten nur quatschen, aber wenn er jetzt so schon im Bett, dann gehe ich auch im Bett, ne? Nee, gut, okay, alles klar. Weil dann, ich habe mit Helmut gesprochen, sollen wir Freitag mal wieder Kegelabend? Vielleicht in Irren, wird mal wieder Zeit, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also langsam, ich hab Bierdurst, habe ich. Ich auch, ein bisschen muss ich sagen, ich auch. Ja, Spitze, ich habe heute eine Lieferung reingekriegt, ne? Also Bier haben wir da, ne? Gott, keine Sorge. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, ne? Bis Freitag dann. Ja, ich dir auch. Lass dich mal. Tschüss. Bis dann, tschüss, geht's. Okay. Kommt ihr mehr, dann können wir zwei Herren machen. Alles klar. Gut, dann ich danke ich euch für eure Arbeit heute hier. Das war ja wieder ein guter Tag, ne? Trinkgeld macht da wieder unter euch aus, ne? Ja. Wupp, da jetzt ein bisschen gewuselt hier. Okay. Mach ich mal zu. Kegelabend! Oh, das war sehr leicht übersteuert. Ich freue mich gerade, weil wir dann, also. Das ist schön. Heute war gut. Heute war gut. Guter RP, finde ich. Ich weiß nicht, was ihr denken tut. Ich fand guter RP. Und, dann gibt es Freitag sogar noch einen schicken Kegelabend zum Abschluss. Endlich mal. So, lass mich mal gucken. Ja. Das einmal zumachen. Gut. Ja, aber schmeiße ich den Rest dann weg von dem Gemüse? Ich weiß das gerade nicht. Ja, ich kann dich jetzt nochmal fragen. Sonst nehme ich was mit. Ups. Wo ist er hin? Jens? Okay, weiß nicht, wo er ist. Willst du dann was mitnehmen davon, oder? Ja, ich würde ein bisschen was mitnehmen, dann. Du kannst von mir das alles haben, ne? Ich kann nichts mit anfangen. Ja, ein bisschen Kohlrabi kann man auch so roh essen, ne? Kohlrabi, ja, bitteschön. Was noch? Ja, Aubergine, Spargel und Zucchini habe ich noch. Aubergine und Zucchini nehme ich. Spargel weiß ich nicht. Habe ich noch nie damit gekocht oder gegessen. Tatsächlich. Ja, Spargel ist sehr lecker. Aber ich habe noch nicht. Grünen Spargel habe ich tatsächlich selber noch nicht probiert. Aber irgendwie hast du die Hände voll. Ja, Moment. Ich habe gerade noch meine Sachen in der Hand. Also. Zum Umziehen, so. Ja. So, Sekunde. Einmal. Und. Ach. Zweimal. Bitteschön. Gut, Dankeschön. Dann schmeiße ich den Spargel einfach weg, würde ich sagen. Dann weg damit. Ich mag zwar Spargel sehr gerne, aber für jetzt zwei Spargelstängel mache ich da jetzt nicht den Kochtopf an, da immer. So. Was haben wir? Jetzt kann ich nochmal ein Wässerchen mitnehmen. So. Ja, der Tau hat sich gefreut. Ach, hast du ihm gerade schon gegeben? Nee, noch nicht gegeben, aber ich habe ihm Bescheid gesagt, dass ich vorbeikommen kann. Ja, wunderbar. Dann bestellen mal schöne Grüße von mir, ne? Ja, mache ich. Und leider noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt, ne? Aber da die gute Konkurrenz muss man ja pflegen, ne? Die gute Konkurrenzfreundschaft da jetzt mal, ne? Ja. Wunderbar. Okay. Gut. Ja. Dann gehe ich schon mal runter, ne? Yep.
be what do dip. Dip dip da dip da dip da dip da. Schnilliti. Was? $45? Hast du irgendwie Geld überwiesen? Gestern habe ich Steine überwiesen, ja? Nee, gerade. Oder war das der Jens? $45? Nee. Gerade, weil da ist kein... muss das der Jens gewesen sein, glaube ich. Also ich habe noch nicht überwiesen für heute. Weil die steht jetzt. Naja, ist einfach eine Kontonummer und Benutzer. Ja gut, dann wird das sein. Ich muss noch mal eine, obwohl da kann ich auch auf dem Hauseweg machen, ne? Alles klar. Dann lass uns düsen. Ich weiß nicht. Ja, warte mal. Ich zahle noch mal kurz schnell ein. Ja, mach das mal. Ich rufe mal eben den Jens an. Ob der jetzt... Ist jetzt nach Hause gerannt, oder? Ne, der war nach oben gerade. Also. Als ich mich umgezogen habe, ist er reingekommen. Ja, komm, dann mach ich noch mal eben schnell hier die Rechnung fertig. Dann haben wir das auch. Kann Mikkel Olsen da direkt morgen überweisen, ne? Gott, ich habe jetzt wieder dein Konto noch vergessen. War das die 204.6733? Ja, ist richtig. Okay, perfekt. Ich habe immer den Zahlendreher, ob 76433 oder. Ja. So. Das waren 12 Mamante. 12 Mamante-Platte. Verkaufsstandard und 12 mal Bier. 12 mal Bier, Verkaufsstandard und Schranke-Upgrade. War richtig, ne? Habe ich doch hier irgendwo aufgeschrieben. Ja. Zack. Und wieder $318. Meine Herren, ey, das läuft aber auch wie geschmiert hier, oder? Ja. Das stimmt. Bestellungen sind immer gut, besonders zu große. Ja, definitiv doch immer. So, warte, ich schicke eben die E-Mail raus, dann ist der Jens auch gleich mal unten, dann können wir dem auch noch Tschüss sagen, eben, ne? Mhm. Wenn du noch den Moment hast. Ja, natürlich, kein Problem. Und dann drücke mal die Daumen, dass mein Auto zu Hause steht. Sonst ist das nämlich geklaut. Ich hoffe mal nicht. Ja, es... Aber als ich hier vorbeigefahren bin, stand es noch auf dem Parkplatz, aber. Ja, das war dann plötzlich, war das weg vorhin, ne? Ich weiß auch nicht, was da los war. Hast du vielleicht so ein Haus mit Concierge? Dass nee, der irgendwie nee, immer dein Auto aufsucht und dann nach Hause fährt. das wär aber ein Service. Ja, so, ich fahre irgendwo hin, da kommt das. Einer und sammelt das wieder auf. Das ist doch. Aber dann stehe ich dann da. Ist auch irgendwie bescheuert, ja. Ne? So, was war das jetzt? Die Fuf. Ach du Heilige, na toll. Okay, kann ich nochmal neu machen. Die Bestellnummer vergessen. Ah, das haben sie noch nicht so gut gelöst, muss ich sagen, ne? So. In der DB-App? Ja, ich muss halt immer wechseln und hin und her klicken mit dem Kack hier. Das nervt so ein bisschen was, ne? Ja, verstehe. So, McGill. Ist der Jens schon zu sehen? Ne, ich achte hier die ganze Zeit auf die Treppe, aber ist noch nicht vorbeigekommen. Na gut. So, zack. Es sei denn, ist ein Ninja oder ist da halt das Geländer runtergesprungen, so dass wir ihn nicht sehen. Ja, das unterschätzt man nicht. Der Jens, der ist ein Flinker, ne? Das kann sein, dass er das gemacht hat. So. Wurstkarte, Bestellung vom 18. Was haben wir? November. So, zack, gucken wir mal. 2015, 18.11. Jawohl, und Tschüss. Klasse, das hat geklappt. So, irgendwelche neuen Mails? Nee, ne? Lusttropfen hat auch schon. Na komm, dann überweise ich das auch noch eben. Ja. Nee, dann ja, haben wir den Weg, dann haben wir den Weg. Einfach. Ja, das stimmt, das stimmt. Warte mal hier, wenn ich schon mal. Ach, gucke mal. EC-Karte kann ich auch. So. Dann gucken wir mal, Geld überweisen. Ja, ich will dich aber jetzt nicht aufhalten, ne? Du kannst ruhig sagen, wenn ja, das jetzt so lange für dich alles dauert, gut, ne? Alles gut. $350, dann ist noch ein bisschen Adventure Live währenddessen.
Wunderbar. Da ist die Bestellnummer. Bestellung. Lusttropfen Wurstkartell. Zack. So, das haben wir. Haben wir noch eine Rechnung hier offen? 17. Ne, alles gut, okay. Dann hätte ich tatsächlich nichts mehr zu tun hier heute. Was ist das denn hier? Ach, das ist einfach leer. Das kann weg. Ja. So, Lusttropfen. Das ist sowohl geliefert als auch bezahlt. Cypress hier. Das ist auch geliefert. Ne, das war die große. Boah, wir haben so viel bestellt bei Cypress, ne? Und das hat nicht mal 1000 Dollar gekostet. Das ist schon ein bisschen... Überraschend, muss ich gestehen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Definitiv, muss man sagen. Das ist es auf jeden Fall so. Nicht so wie damals, wo ein Spiegelei 4,80 Dollar Minecraft gekostet. Ist wahr. Ja, was mir aber gerade einfällt, ne? Scheiße. Ja. Ich glaube, du musst doch ohne mich fahren. Ich bin ja morgen nicht da und jetzt sind nur noch 8 Portionen Möhrengemüse da. Ach, scheiße. Oder wenn leer ist, ist leer. Komm, scheiß drauf. Dann mache ich am Freitag neu. Muss jetzt aber nicht sein. Ja, ich rufe den Jens mal an. Was ist denn morgen Tagesangebot? Da musst du mal in unseren E-Mail-Verteiler gucken. Das weiß ich gerade nicht aus. Oder auch in der RDP, ob die Kate hat irgendwo ja, zusammengefasst. Mantaplatte. Insofern sind wir da. Okay, gut. Ja. Bist schon Gold los? Ja, am Freitag. Ah, warum? Ach so, nee, wir waren hier unten. Ich wollte nicht Schüss sagen. Nee, gut. So, ich dachte, wir machen alle Feierabend. Und ja. Wir wollten aber nicht einfach gehen. Nee, wir wollten einfach nicht gehen und dich da alleine stehen lassen. Na gut, okay, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend somit, ne? Okay. Ich bin morgen nicht da, ne? Also dann bis am Freitag. Okay. Ja, bis gut, denen. Alles klar, bis Freitag. Bis tschüss, dann. Ciao, ciao. So, kann losgehen. Gut, dann... Jetzt wirklich. So... Ach ja. Hast du es schon ausprobiert, hier die Türen zu machen? Ja, sicher. Das habe ich ja mit dem Hehl zusammen gemacht. Ne, das funktioniert alles wunderbar. Ja. Meinst du ja hier unten die Polizei? Ja, ne? Genau. Ja, ich habe es noch nicht probiert. So, was geparkt? Im Parkplatz? Nee, gegenüber, ja. Oh, warte, ich hole noch mal eben die Pumpe da rüber auf dem Parkplatz. Die steht da noch auf der anderen Straßenseite. Ja. So, Leute, vielen Dank übrigens für die Subs, die da noch reingekommen sind. Entschuldigung, ich bin da gerade so ein bisschen im RP-Tunnel gewesen. Und dann gucken wir mal. Ich werfe noch mal eben den Spargel vorne weg, ne? Alles klar. So, dort geht doch immer. Puh, und da Schiff wird mitnehmen. Soll ich ein Navi anmachen? Nee, ich weiß ja, wo du wohnst. Okay, alles klar. Ah, ja, du hast die andere Seite noch nicht gesehen, glaube ich. Wenn du meinst, dass es geht. Die was? Die andere Seite? Ach ja, so. Von dem Auto. Ach so. Ich dachte, du meinst, es geht alles vom Auto her, aber okay. Ach ja. Hat der Jens eigentlich jemand davon gesagt, dass er die Sachen aus dem MD abgeholt hat und wie weggebracht hat? Oder was ist damit passiert? Weißt du das? Weiß nicht, aber als ich zu Hause gekommen bin, ist er mit der Pumpe gerade angekommen. Insofern denke ich, dass er da war. Ach so, ja gut, das kann sein, dass wenn er mit der Pumpe gefahren ist, was in der Pumpe liegt da noch vom Herr Scheiße. Ja, die Frau Jones, die ist leider nicht mehr so verfügbar. Hm. Wo fährst du denn lang? Ja, eine kleine Abkürzung hier.
Wie willst du mich aufrauben, oder was? Fährst du in so eine dunkle Seitengasse, ey, du hast ja gar das ist schon ein Weg, den bin ich noch nie gefahren, hör mal. Ja, ich wollte die ganzen Würstchen haben, muss ich so geben. Du wolltest was haben? Die ganzen Würstchen. Da müssen wir aber nochmal zurück, wenn du mich damit beklauen willst, ne? Die habe ich aber nicht dabei jetzt. Ich könnte dir ein altes Büterkin und eine Flasche Wasser anbieten und 6 Fluppen. Nee, ich bin nicht Raucher, danke. Nee, kann man ja verkaufen. Ja, das stimmt. So, hier links hoch, ne, dann... Ja, wir waren gerade eigentlich schon links, aber ich wollte mal gucken, wie du fährst. Ach ja, hier. Ja, in Weinwood kenne ich mich nicht aus. Vielleicht sehe ich auch hier hin, mal gucken. Ja, hier ist schön, ne? Ja, meine Wohnung ist halt relativ teuer. Wie viel kostet die denn? $80 am Tag. Oh! Ja, da bin ich jetzt ein bisschen... Wo bist du denn da gelandet? Bist du jetzt wieder an derselben Stelle, wo du vorher warst, oder? Da steht mein Auto. Ich hab mein Auto, meine Wohnung. Ja, toll, ey, Kofferraum auf. Ach Gott. Hast du da was drin gehabt? Nee, ich glaub nicht. Wenn da nur Blödsinn, da war ja nur Cola oder irgendein Scheiß drin. Ach Gott. Ja, toll. Scheiße. Wieder. Ach Gott, ja. Gut, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Fahren, ne? Ja, kein Problem. Warte, ich gebe dir die Nummer 10 Mark drin. Na. Ja, doch, deine Schreiben kosten auch Geld, ne? Da. So, danke dir und dann bis Freitag, ja. Ne? Ja, Freitag bin ich nicht da. Also okay, kannst du den anderen dann morgen Bescheid sagen, falls da einer fragt? Morgen bin ich nicht da, Freitag bin ich wieder da. Mhm, alles klar. Gut, bis denn, ne? Bis dann. Tschüss, geht's. Wisst ihr noch, ob immer den im Kofferraum war? Nee, ich hab den nicht pass auf, ich hab... Mittlerweile habe ich hier drin, dass ich das Auto abschließe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird einfach zurückgespawnt sein, während... Und dann ist das offen wieder zurückgespawnt. Das hatten wir beim Foodtruck auch schon. War leer, na gut. Da hat das irgendeiner versucht. Das Auto ist sogar abgeschlossen. Dann ist einfach nur der Kofferraum. Jesus Maria, ey. Ich pack den mal an einer anderen Stelle, damit der andere Wagen da wieder rauskommt. Seid ihr sicher, dass der leer war? Also ich könnte schwören, dass ich die Cola da noch drin hatte, oder habe ich die rausgeräumt? Genau, war nicht noch Wasser und Cola? Ich meine, da war nämlich noch Wasser und Cola drin. Naja, dann soll derjenige sich dann da an dem verbackten Wasser und der verbackten Cola sich einen drauf schwurbeln. Das ist halt richtig trauriges Crime-RP, finde ich. Das wurde ja auch schon mal in dem Teamspeak-Gespräch, was wir da zwischendurch mal haben, wird das ja mal angesprochen. Das hat ja schon ziemlich Unkreatives, einfach nur von Wohnung zu Wohnung und Auto zu Auto zu laufen und zu gucken, ob irgendwas nicht abgeschlossen ist, um dann zu beklauen, weil das bringt am Ende niemandem was. So, derjenige, der mich jetzt ausgeraubt hat, der hat jetzt Wasser und Cola. Upsa. Oder halt damals mit dem, wo ich meine Wohnung abgeschlossen habe, der hat jetzt einen Haufen dreckiger Kleidung. Ist halt dumm. Ist ja kein Crime-RP, das ist einfach nur dämlich. Das kannst du nicht mal verkaufen. Kannst du beim Second-Hand-Laden für 10 Mark verkaufen wahrscheinlich oder so. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, komm, wir rauchen wieder mal, ne? Der Knussi hat noch nicht geraucht, der hat schon einige Tiere hinter sich heute, ne? Kleine Lungenbrötchen, das war dann wieder für heute. Es war mir eine Freude, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr dabei wart. Fand ich eine schöne Folge, hat mir gut gefallen. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder mit dem Knussi. Morgen natürlich auch, morgen sehen wir uns, aber da spielen wir kein Knussi. Da spielen wir was anderes. Was wir spielen, das werden wir sehen. Ich habe ein paar Ideen, die noch auf der Kippe stehen. Aber ist egal, das interessiert euch jetzt im VOD überhaupt nicht. Macht es gut, bis Freitag, bis zur nächsten Folge. Tschüsschen mit Küsschen.